Im letzten Livestream bist du einfach 5 Minuten vorher aufgestanden und hast dich dann die ganze Zeit drüber aufgeregt, dass es nicht gelaufen ist. Das ist so nicht wahr. So, ich glaube, jetzt müsste man uns im Stream auch hören und sehen, glaube ich. Wenn das so funktioniert wie vorhin, dann wär's dann gut, ja. Wir schauen mal, was der Chat sagt, mal gucken, ob der Chat uns hört und sieht. Dann ist alles gut und dann können wir eigentlich auch anfangen. Genau, irgendwer wird es dann schon merkwürdig finden, wenn du Selbstgespräche führst. Ja. Wird dann schon sagen, hey, hör mal.
Ah, Bild und Ton perfekt. Das sind Antworten, mit denen kann ich arbeiten. Da schreibt der eine oder andere schreibt nur ja und ich muss dann immer raten, worum es geht. Das ist schwer. Okay, schön. Dann lassen wir das einfach erstmal so. Wie viele Leute haben wir denn jetzt online? Ja, sind gleich mal 40 Leute drin. Toll. Hallo erstmal an alle Zuschauer, an die 40 Leute. Ihr werdet ein bisschen enttäuscht sein, vielleicht, weil es gar nicht um euch geht heute. Aber ihr habt schon festgestellt, ihr müsstet noch andere Stimmen im Hinterkopf haben oder im Kopfhörer oder wo auch immer ihr halt guckt und hört. Und zwar sind wir hier mit unter anderem der Christine. Das ist die, die ihr sonst immer in den Videos seht, die eigentlich nie ins Bild will und so ein bisschen grimmig guckt, aber eigentlich eine ganz nette ist. und ja, eigentlich eine ganz nette ist. Und zusätzlich haben wir noch Philipp und Nina mit im Ton. Cheers. Ja. Genau. Also einmal Philipp. Ja, hallo. Und Nina. Hallo. So, genau. Ich freue mich wahnsinnig auf das Thema. Das ist cool, dass ein paar Leute dabei sind, die da echt Bock drauf haben auf das Thema. Ich freue mich da auch drauf. Ich habe jetzt Mikrofon. Was? Nicht bewegen. Ich darf mich nicht bewegen. Boah, ich muss echt kerzengerade sitzen, dass mein Mikrofon das mitkriegt. Na, das tut mir sehr leid. So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir stellen uns einfach mal kurz vor. Also, wer ich bin, weiß ich. Ja. Und ihr auch. Ja. Aber die anderen wissen es vielleicht nicht, wer jetzt noch mit dabei ist. Und dann sagen wir euch kurz, worum es gehen soll. Und zwar, Philipp und Nina haben mich angeschrieben und auch sind über YouTube auf uns aufmerksam geworden. Und die zwei wollen auch in den Themen, in den Bereich Hundetraining gehen oder zumindest im Thema Hund ihren Lebensunterhalt verdienen. Oh, meine Frau. Nee, was machst du? Du bist die ganze Zeit total unterbrochen. Echt jetzt? Ist jetzt besser? Ich glaube nicht. Da hat einer geschrieben, er hört mich gut. So. Okay. Also, Philipp und Nina haben uns angeschrieben, die wollen auch im Thema Hund sesshaft werden und da arbeiten und hatten 1000 Fragen. Und da es diese Fragen ganz, ganz häufig gibt und viele von euch Fragen in dem Bereich haben, wie hast du dich selbstständig gemacht, was hast du vorher gemacht, wie läuft das so und welche Probleme hattet ihr, was habt ihr gelernt etc. pp., haben wir gedacht, wir machen da so eine Livestream-Fragenreihe draus. So war das erstmal richtig, denke ich. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mehrere Folgen machen, weil wenn ich das richtig gesehen habe, war eure Fragenliste sehr lang, Philipp und Nina. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Link dazu habe. Ein bisschen was haben wir schon auch noch im Hinterkopf. Also. Ja. aber wir werden heute mal so ein bisschen, warte, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, wo der Link mit den Fragen war. Das habe ich nämlich jetzt schon wieder verlegt. Pass auf, während ich die Fragenliste mal raussuche, stellt ihr zwar euch doch mal ganz kurz vor, sodass die Zuschauer und Zuhörer in Anführungsstrichen auch so ein bisschen wissen, wer ihr seid und worum es euch eigentlich geht. Gut, genau. Also, wie du ja schon gesagt hast, sind wir Nina und Philipp. Wir kommen aus der Oberpfalz in Bayern und wir sind seit mittlerweile über 10 Jahren als ehrenamtliche Übungsleiter in einer IRJGV-Hundeschule tätig. Und vor einem Jahr habe ich dann nochmal eine Ausbildung begonnen als Hundetrainer. Und wir haben jetzt so ins Auge gefasst, dass wir gerne unseren Lebensunterhalt eben mit dem Thema Hund, mit Ernährungsberatung, mit Erziehung, mit Verhaltensberatung gerne finanzieren möchten. Und da stellen sich halt dann doch einem so ein bisschen die Haare zu Berge, wenn man sich überlegt, was da alles noch mit verbunden ist, wie dann der Übergang ist, wenn man nicht mehr fest angestellt ist und kein festes Gehalt mehr hat. Kommen wir heute dazu. Ja. dann solche Geschichten wie einen Übungsplatz finden, einen Übungsplatz haben und betreiben, Kundenakquise, wie muss ich mich wo platzieren, wie berechne ich überhaupt, was ich für meine Kurse verlange. Boah, ja, und das sind so die ersten paar Fragen, die sich einem da so stellen. Gut. Ja. Ja, genau. Ach so, und vorab, also ihr zwei seid ähnlich wie Christine und ich, nicht nur beruflich liiert, sondern auch so zusammen. Genau. Ne? Genau. Also nicht, dass das jetzt ein Zufall ist, dass die zwei sich da gefunden haben, sondern die haben sich vorher gefunden oder über das Thema Hund gefunden. Und deshalb passt das ganz gut, weil Christine und ich ja quasi auch mehr oder weniger jetzt
eine ja, Einheit in vielen Varianten sind. Ich mache mal eben das andere Bild an. So wird das dann gleich aussehen. Oh, ich sehe gerade, ihr seht den Chat gar nicht. Sekunde mal. YouTube-Chat. Brauchen wir den YouTube-Chat eigentlich? Nee, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Naja, eigentlich hatten wir den ja eh in der Seite, oder? Genau, ich habe den jetzt mal weggemacht. So, zack, wir machen das mal ein bisschen anders. So, wir machen das mal so. So, also ihr müsstet jetzt mein Bild ein bisschen kleiner sehen und die Fragen von den beiden. Das sind viele Fragen, also ihr seht, ich kann da mal so durchflippen, das sind so eine Menge, da gehen wir auf einige ein, manche werden länger brauchen, manche weniger lang. Ich hoffe, das ist das, was Galaxienwolf gerade im Chat geschrieben hat, ich hoffe, dass es vielen von euch hilft, wenn ihr euch um das Thema, ja, beruflicher Werdegang mit Hunden so ein bisschen interessiert. Ja? Also wir müssen einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Es werden sicherlich ein paar interessante Sachen dabei sein. Ich werde ein bisschen was von Dingen erzählen, wo ich auf die Schnauze gefallen bin, richtig auf die Schnauze gefallen bin, also richtig Lehrgeld auch bezahlt habe. Und ich werde ja ein paar Sachen erzählen, die man, ja, die gut gelaufen sind. Wir schauen einfach mal, was draus wird. Wir machen das mal ganz frei und wenn das gut ankommt und ja, das läuft, dann machen wir da ein paar mehr Folgen draus. So. Ja. Ich würde sagen, wir machen das einfach so. Ihr könnt einfach eure Fragen in Anführungsstrichen ja von oben nach unten durchgehen. Ich habe die in der gleichen Reihenfolge übernommen. Also die zwei haben mir die Fragen heute Morgen zugeschickt. Ich habe die mir eben abgetippt, damit ihr die auch seht. Dann ist es ein bisschen einfach nachzuvollziehen. Ihr geht einfach die Fragen durch. Ich habe mir da nicht groß was durchgelesen. Ich habe es nur grob überflogen. Und ich beantworte das einfach so, wie ich das auch beantworten würde, wenn einer vor mir steht. Ja? Also ihr müsst mal verzeihen, wenn mein oder hm kommt. Dann muss ich halt kurz nachdenken. Ja, du, alles klar. Also, ja. Ganz normal. Ganz normales Gespräch. Genau. Gut, dann wollen wir loslegen? Ja, von mir aus kann es losgehen. Gut, super. Da ich ja jetzt gerade schon gesagt habe, dass ich ja von der Festanstellung früher oder später vielleicht auch meine Frau in die Selbstständigkeit gehen, haben wir ja auch einen Beruf vor dem Hundetrainer gehabt, ein Leben vor dem Hundetrainer. Und jetzt würde uns natürlich auch interessieren, hattest du auch ein Leben vor dem Hundetrainer-Dasein, einen anderen Beruf? Gar nicht. Ja, ich habe das in vielen Streams oder in Videos schon mal erwähnt. Ich bin tatsächlich sehr ungeplant in das Thema reingekommen. Also ich mach's mal so, was so Schule und sowas angeht, mach ich mal ganz kurz. Ich war nicht so das einfachste Kind. Ich habe die Schule abgebrochen. Ich hatte keinen Bock auf Abi und habe nur Fachabi gemacht. So ein paar Querelen, wie es halt jeder hatte in der Jugend. Und bin dann irgendwann halt zur Bundeswehr gekommen und beim Bund eingezogen worden. Ganz normal mit Wehrpflicht damals, noch 9 Monate. Und da habe ich festgestellt, dass mir das sehr gut tut, wenn mir einer in den Arsch tritt und einfach sagt, was ich machen soll. Und da habe ich gedacht, gut, da bleibe ich dabei und werde Soldat. Und habe mich dann halt verpflichtet, habe 12 Jahre Zeitsoldat gemacht, habe da als Informatiker gearbeitet, hatte also eine gute Informatikausbildung, mit der könnte ich jetzt draußen auch gar nicht so schlechtes Geld verdienen. Da habe ich jetzt eigentlich die ganzen Basics her, die ich jetzt hier so für die Videoproduktion, für das Streaming und sowas und fürs Internet nutze. Ne? Also alles, Internetseite habe ich alles selber gemacht, dann brauchte ich halt nichts. Also ich war Soldat, mein Aufgabenschwerpunkt war aber Informatik, das habe ich 12 Jahre lang gemacht. Und am Ende der Zeit, ich wäre auch als Soldat weiterhin aktiv geblieben, aber am Ende der Zeit stand halt gerade dieser Umbruch in der Bundeswehr an. Da wurden ganz, ganz viele Menschen nicht weiterhin übernommen, die Soldat waren. Und das war auch bei mir der Fall. Und dann habe ich mich halt informiert, was ich machen kann und bin dann wieder zum Thema Hund gekommen und bin dann Hundetrainer letztlich geworden. Ich habe überlegt, was ich mache, ob ich Informatik weitermache. Da hätte ich einen sicheren Job gehabt, ne? Also mit dem, was ich gelernt habe als Projektmanager, hätte ich mich irgendwo bei Siemens oder Telekom hinsetzen können und hätte mal keine Sorgen gehabt. Ne? Das wollte ich aber nicht. Ich wollte wieder irgendwas anderes machen irgendwie. Und dann war es tatsächlich Schwiegermutter in Spe, also Christines Mutter, die gesagt hat, ey, ihr zwei hängt ja nur zu Hause rum und sitzt vorm Computer. Geht doch mal raus. Ja? Immer die frische Luft.
Genau, da kommen wir nachher auch noch dazu. Also geht doch mal raus hier, Dirk, du hast doch früher Hunde gehabt, geht doch mal im Tierheim mit Hunden spazieren. Und dann bin ich wieder in das Thema mit reingekommen und dann habe ich festgestellt, mein Gott, da gibt es echt ganz, ganz viele Menschen, die sich damit schwer tun. Und dann habe ich mich darüber informiert, ob das was sein könnte, ob man sich damit selbstständig machen kann. Und so ist es letztlich gekommen. Ja, ich habe dann eine Ausbildung angefangen und bin dann halt ins Geschäft eingestiegen. Ja, das soll erstmal reichen. Also, weil der Rest kommt nachher noch in anderen Fragen, habe ich eben gesehen. Ja, genau. Die Frage 2 haben wir damit eigentlich auch schon ziemlich abgefrühstückt. Denn wie kam es zu dem Berufswechsel, hast du ja gerade erwähnt. Genau, ne? Also das sind die 3 Fragen, habe ich jetzt gerade schon, habe ich gerade schon mit beantwortet. Ja. Also es war halt so, bei der Bundeswehr mussten einfach ganz viele gehen und ich war mit dabei, da konntest du gut sein, wie du wolltest. Es hieß einfach, ja, Wehrpflicht abgeschafft, jeder, der ausläuft, wird nicht übernommen und alle, die früher gehen können, werden rausgeschmissen, dann müssen wir keinen kündigen und so hat man halt 120.000 Stellen abgebaut und ich war halt eine davon. Ja. Ganz, ganz viele, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind dann später wieder übernommen worden und sind jetzt wieder eingestiegen beim Bund. Mich haben sie auch gefragt, ich habe dankend abgelehnt. Ich schiebe das Bild mal kurz ein bisschen hier rüber, sehe ich gerade, weil da ist so ein bisschen mein Logo im Weg. Gut. Ja. Okay, gut. Du hattest ja gerade schon auch, weil die Frage 3 so richtig beantwortet, hast du ja noch nicht so ganz. Du hast Christins Mutter erwähnt. Wart ihr denn da zu dem Zeitpunkt dann schon zusammen oder seid ihr erst später zusammengekommen? Ja, na, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich war ein Computerkind und Christine auch. wir sind jetzt 2020. Verdammte Kacke, jetzt bringst du mir hier ein Problem. warte. Jetzt läuft gerade meine Frau ins Büro. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Wir sind jetzt über 12 Jahre zusammen. Dein Mikro setzt immer mal aus. Ja, so eine größer als Antwort zählt. Ne? Setzt immer mal aus. Kurz. Ja, also etwas über 12 Jahre. Also 12,5 sind es jetzt. Die größte Als-Antwort ist in dem Fall in Ordnung, weil Christine weiß auch nicht, wann wir zusammengekommen sind. Also die weiß es noch weniger als ich. War halt ein fließender Übergang. Das ja, nee, wir haben uns im Internet kennengelernt, ganz klassisch, so wie viele in unserem Alter. Wir haben gezockt, damals World of Warcraft. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und dann waren wir halt irgendwann zusammen. Dann haben wir ewig Fernbeziehungen gehabt und ja, dann ist sie hier rübergekommen nach dem Studium oder während dem Studium noch. Und dann stell dich nicht dahin. Die steht neben mir, ich muss sie ständig angucken, dann hört ihr mich nicht. Ja, sie ist dann im Studium hier rübergekommen, hat ihr Studium beendet und ja, dann war es halt so, wie es ist. Wir haben uns deutlich vorher zusammen kennengelernt und das war eigentlich nie der Plan. Christine war kein Hundemensch, Christine hat immer Pferde gehabt und irgendwie ist es halt so gekommen. Aha. Okay. Wie läuft dann, kommen wir zur Frage 4, derzeit bei euch so die Aufteilung zwischen Hundeschule und Huta? Gibt es Bereiche, wo ihr miteinander tätig seid, wo ihr getrennt voneinander tätig seid in dem jeweiligen Geschäft? Ja und nein. Es gibt natürlich Bereiche, wo sich das immer mischt. Es ist so, dass, da kommen wir ja nachher noch zu, ich habe hauptsächlich mit der Hundeschule angefangen. Die Huta war dann so ein Ding, das sich später entwickelt hat, ohne dass wir das forciert haben. Mhm. Und im Moment ist es so, dass die Christine sehr viel in der Huta macht und ich nicht so viel. Und ich mache eigentlich fast alles in der Hundeschule ohne Christine. Es gibt so 2-3 Kurse, die sie mitmacht, an denen sie teilnimmt oder die sie übernommen hat. Zum Beispiel macht Christine bei uns das Treibball, weil ich da einfach kein Geduld für habe. Oder sie macht so einen Kurs, wo es einfach nur darum geht, Sport zu machen, mit dem Hund zu joggen und so Übungen zu machen mit dem Körpergewicht und so. Und da bin ich halt eh nie da. Und außerdem bin ich viel zu faul und viel zu unsportlich. es gibt also so ein paar Sachen, die macht Christine in der Hundeschule. Das sind aber echt wenige. Und ursprünglich habe ich auch mehr in der Huta gemacht, habe dann Christine angestellt erst. Ja, sie hat dann halt immer mehr Zeit darin verbracht, in Anführungsstrichen, in der Huta. Und irgendwann ist sie in die Huta mit eingestiegen und hat Teile von der Firma, in Anführungsstrichen, übernommen. Ja. Mhm. Im Moment macht sie mehr in der Huta, was so die Arbeit vor Ort angeht mit meinen Mitarbeiterinnen oder unseren Mitarbeiterinnen, muss ich sagen. Und das Organisatorische ist, würde ich sagen, so halb-halb. Da mache ich fast ausschließlich die Hundeschule. Sie macht sehr großen Teil der Huta, also fast ausschließlich die Huta. Und Mails versuche ich immer so zwischendurch zu machen. Also es teilt sich gerade so ein bisschen auf, wobei ich im Moment nicht so viel in der Huta bin. Was ich gerne wieder ändern würde, weil mir die Arbeit da sehr, sehr viel Spaß macht. Aber ich bin ja sehr klug. Ich komme einfach im Sommer, wenn das Wetter besser ist, dann muss ich nicht so viel putzen. Tja, das ist, kann man sich so vornehmen. Ja, das ist nicht schlecht.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir doch gleich zur nächsten Frage. Was waren denn dann nach dem Ausstieg aus der Bundeswehr, als aus dem Soldatendasein, so die ersten Schritte in die Richtung selbstständiger Hundetrainer? Das ist falsch gefragt. Also, das ist deshalb falsch gefragt, weil es gab kein Danach. Es ist so, wenn man sich eine gewisse Zeit bei der Bundeswehr verpflichtet, in dem Fall war das bei mir 12 Jahre, kriegt man auch eine gewisse Zeit X, das hängt daran, wie lange du dich verpflichtet hast, die du während der Dienstzeit, während du noch bezahlt wärst, dich schon fortbilden kannst. Ja, das heißt, das war so ein fließender Übergang. Warte mal, da also dann auch nicht fachverwandt, sondern... Nee, du kannst machen, was du willst. Eine Sache verschieben. Der Micha hat gerade was gesagt. Oh, ich versuche mal gerade, das Bild so ein bisschen anzupassen. Wir machen mal die Fragen da oben hin, dann seht ihr mich vielleicht ein bisschen besser. Hat der Micha gerade was im Chat geschrieben. Das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ich habe mich informiert, wie ist denn das, kann man als Hundetrainer Geld verdienen, kann man Hundetrainer werden? Zu dem Zeitpunkt gab es natürlich Martin Rütter schon im Fernsehen, aber das ist eine andere Thematik. Ich habe geguckt, was gibt es so für Hundeschulen, was gibt es für Ausbildungen, wie ist so der Markt und ist das überhaupt eine sinnvolle Geschichte? Und dann habe ich halt eine Ausbildung gestartet. Praktikum habe ich in Hundeschulen gemacht, die über die Ausbildung da mehr oder weniger verteilt wurden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt Hebel umlegen, los geht's. Ja. Ich bin inkognito in Anführungsstrichen zu einigen Hundeschulen hier im Kreis gegangen, als ganz normaler Teilnehmer damals und habe mich informiert und habe mir die Internetseiten durchgelesen. Aber das waren echt wenige. Ich glaube, bei 2 war ich und bei 3 kannte ich halt irgendwelche Leute, die da mal waren und habe mich von denen informieren lassen. Okay. Jetzt hast du ja gesagt, du hast deine Ausbildung gemacht. Wo hast du da deine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht? Das ist eine Frage, die ich immer wieder gestellt kriege. Das Problem ist, das gibt's nicht mehr. Also ich habe halt geschaut und habe mich informiert, wo will ich hingehen. Und das war 2012, also ist jetzt schon wieder 8 Jahre her. 2011, 2012, so um den Dreh habe ich mich informiert. Und da gab es verschiedenste Ausbildungsinstitute und damals war das noch nicht so strukturiert, wie es jetzt ist. Jetzt musst du halt ganz gewisse Auflagen erfüllen, damit du dich überhaupt selbstständig machen darfst. Damals konnte jeder sagen, hey, ich habe ein Buch von Cesar Millan gelesen, ich bin jetzt Hundetrainer. So, das geht ja nicht mehr. Und ich habe dann halt geschaut und ich war bei, oder habe mir unterschiedliche Ausbildungsinstitute angeschaut, unter anderem auch Martin Rütter. So, und habe mich dann ganz bewusst für eins entschieden, hier in Köln. Fachakademie für Hundetrainer hieß sie, die gibt es nicht mehr. Die haben 4 oder 5 Jahrgänge nur gemacht und dann hat sich da irgendwie in der Struktur was geändert und dann haben die sich getrennt oder so, ist ja auch egal. Aber ich habe mich zum Beispiel ganz, ganz, ganz bewusst gegen Martin Rütter entschieden. Also nicht gegen Martin Rütter, sondern gegen sein Konzept. Ja. Gibt es da Gründe, die du uns verraten möchtest dafür? Oder? Warum ich mich dagegen entschieden habe? Ja. Ich kannte ein paar Menschen, die bei ihm Ausbildung gemacht haben und da auch Hundeschule mit aufgemacht haben. Es ist ja ein Franchising-System. Also die Dogs-Hundeschule ist die Dogs-Hundeschule. Klar, du kriegst so ein paar Dinge dafür, ne? So wie Briefpapier, Internetseite, muss ich nicht drum kümmern und so. Es gibt einen gewissen Benefit, ja, und du reitest so ein bisschen auf Martin Rütters Namen mit. Der war ja damals mal zu der Einzige im Fernsehen und musst aber halt sehr, sehr lange einen richtig ordentlichen Batzen Geld bezahlen. Und das Ganze wurde auch in einer Veranstaltung so dargestellt. So, und ich war auf verschiedensten Veranstaltungen von Ausbildungsinstituten, unter anderem halt auch da. Und da gab es 3 Dinge, die mich sehr gestört haben. Das eine ist, du musst einen sehr, sehr langen Franchising-Vertrag unterschreiben. Das ist jetzt nicht speziell Martin Rütter oder das Problem Dogs und die Schule, das ist im Franchising so. Ja, ja. Wenn du ein McDonald's aufmachst, dann hast du 10, 15, 20 Jahre Franchising. So, fertig aus. Dann musst du diesen Vertrag unterschreiben, den musst du erfüllen und deine Tantiemen musst du abzahlen, egal wie gut es läuft. Und das ist da halt auch der Fall. Das ist das eine. Das zweite ist, dass das tatsächlich die einzige Infoveranstaltung war, wo die von mir Geld haben wollten, damit ich da hingehe. Und da habe ich, hab ich schon sehr, sehr skeptisch drauf reagiert. Und dann haben die gesagt, du kannst auch gerne noch deine Familie mitbringen, aber die kosten auch 50 Euro. So, dann waren wir da vor Ort. Das Essen war kalt, Getränke gab es für jeden ein Glas Wasser. Das war halt einfach
eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen. Und dann gab es noch so ein Pamphlet mit Informationen zu Hundeschulen und wie es laufen kann. Und das muss man ihm sehr, sehr hoch anrechnen. Martin war auch da. Der ist auch ganz offen und ehrlich damit umgegangen, hat gesagt, passt auf, Leute, so und so viele werden es einfach nicht schaffen. Die werden davon nicht leben können. So und so viele werden es schaffen. Hier sind Zahlen. Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und habe gesagt, hier, ich habe da so ein paar Fragen dazu. Die Zahlen sehen nicht so geil aus, selbst in den Hundeschulen, wo es gut ist. Die können ja niemals davon leben. Und dann auf diese Fragen kam halt so ein bisschen ja und und naja. Und dann haben die schon gemerkt, dass ich dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüberstehe offensichtlich. Haben mir dann angeboten, dass ich trotzdem die Ausbildung da mache. Und bei denen in Bonn arbeite und da weiterhin die Ausbildung mit unterstütze. Also, dass ich eine Ausbildung zum Hundetrainer mache und dann weiterhin Hundetrainer ausbilde, ohne dass ich selber aktiv arbeiten darf. Aber das ist ja nicht das, was ich wollte. Und auch auf meine anderen Fragen mit, ja, wie sieht's denn aus? Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, festes Gehalt, Urlaubszeit. Und da kam halt nie eine Rückantwort. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann ist es einfach nicht meins. Das ist nicht meine Richtung. Das ist jetzt noch völlig losgelöst von dem Fachlichen, weil damals hatte ich von dem Fachlichen ja noch gar keine Ahnung. Ich konnte also nicht sagen, ist Martin Rutter gut oder schlecht, ist das Prinzip gut oder schlecht, sind andere besser oder schlechter. Das konnte ich überhaupt nicht sagen, aber mein Bauch hat halt gesagt, nee, du musst dich da an einen 10-jährigen Vertrag binden, den du nicht haben willst. Mhm. Und ich habe das irgendwann der Christine und allen meinen Freunden ganz einfach erklärt, habe gesagt, pass auf, ich habe 12 Jahre lang meine Seele der Bundeswehr verkauft und bin überall hingefahren, wo die gesagt haben, was ich machen soll. Egal was war, ich bin da immer hin. Und jetzt will ich das eben nicht mehr machen. Ich will nicht 10 Jahre Martin Rütter 100, so und so viel, 100 Euro überweisen müssen, egal wie es läuft oder nicht. Wenn ich nicht mehr will, dann will ich nicht mehr. Und deshalb habe ich mich da einfach gegen entschieden. Ja, also die Mischung aus dem Franchising-System in Verbindung mit der Tatsache, dass einfach da so die kritischen Fragen sehr komisch beantwortet wurden. Sagen wir es mal so. Ja, deshalb war es einfach nicht meins. Und in Köln war das anders. Da war ich in einer kleinen Hundetrainer-Klitsche, in Anführungsstrichen. Das war ein neues Ding, das wusste ich damals ja noch nicht. Bin ich hingekommen mit meinem Testhund. Die haben halt auch gleich gesagt, komm mit Hund, machst einfach mal einen Tag mit dem Jahrgang vor mir. Das war halt was anderes, als wir treffen uns im Hotel. Du bezahlst 50 Euro für ein Kackbuffet und Martin Rütter kommt ab und zu vorbei, du darfst ein Selfie machen. Weil das war das eine. Und das andere war, komm vorbei mit dem Hund, machst mal einen Tag mit, guckst dir das an und wenn Bock macht, können wir uns weiter unterhalten. Das erste, da hatte ich Milan 3-4 Monate oder so. Das erste, was Milan gemacht hat, ist dem Trainer in die Hand hacken. Das allererste. Und er hat ihm gleich die Leviten gelesen, hat gesagt, du beißt mir nicht nochmal in die Hand, mein Freund. Da war ich ein bisschen perplex, hab gedacht, oh, was ist denn mit dem verkehrt? Ab dem Tag waren Milan und der Trainer, bei dem ich gelernt habe, die besten Freunde. Also der hat dem Klaps auf die Nase gegeben, hat den zusammengefaltet und danach waren die voll cool miteinander. Und bis dahin hatte ich halt viele andere Trainer irgendwie, die gesagt haben, und ja, da musst du so machen, dann guckst du immer aus dem Fenster, wenn alles gut ist und so. Und der war halt irgendwie anders. Der war, und ich habe den ganzen Tag damit gemacht, die Leute waren total nett und ich habe mehr Input gekriegt, mit dem ich was arbeiten konnte. Und dann habe ich letztlich nur noch die Zeiten verglichen und die Daten verglichen und habe festgestellt, da, wo ich hingehen könnte, da habe ich 800 Stunden Praxis. Da, wo ich bei den anderen hingehen kann, habe ich null Praxis, zum Beispiel bei der ATN, oder aber sehr wenig, oder aber nur noch ein Drittel davon oder so. Und das Ganze dann mit den Preisen verglichen. Für mich war die Wahl sehr einfach. Das war preislich sehr, sehr fair. Es war der höchste Praxisanteil, es war vor Ort. Und ich hatte das Gefühl, dass da jemand vor mir steht, der wirklich weiß, was er tut. Also es war tatsächlich wirklich mehr so eine, also zum Großteil auch so eine Herzensentscheidung mehr oder weniger. Also du warst da, hast dir die Leute angesehen, hast dir das Institut angesehen und dann war es tatsächlich anscheinend wohl, wie du sagst, schon so, dass du gesagt hast, nee, dann ist hier eher das Richtige. Ja und nein. Also was ich definitiv gemerkt habe, ist, bei Martin Rütter ist nicht das Richtige. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ja, also okay. Ich fand ihn sehr sympathisch. Ich habe mich auch mit ihm unterhalten. Ich habe mich auch nach dieser Veranstaltung mit ihm ein bisschen unterhalten. Aber natürlich, der managt da weiß ich nicht wie viele Hundeschulen. Der ist ja nicht mal mehr derjenige, der das macht. Das ist das Gesicht der Firma, ja, in Anführungsstrichen. Aber die Entscheidung treffen ganz andere in dieser GmbH. Und von denen kam halt keine Rückmeldung mehr. Deshalb habe ich relativ schnell gemerkt, nee, die haben kein Interesse daran. Und irgendwie bin ich mit denen nicht warm geworden. Und bei dem anderen war es halt so, der hat dann, während ich da war, hat er gesagt, komm hier, mach mal so und hat mir, während ich da war, schon Tipps gegeben. Und ich war mit meinem Hund, der 1,5 Jahre alt war, aus Rumänien kam, nichts kannte, vor jedem Menschen Angst hatte und irgendwie alles gruselig fand, mitten in Köln und der hat auf einmal da rumgelegen und ist liegen geblieben. Und das war für mich so, das will ich auch. Irgendwie, ja. Und deshalb hat das da am besten gepasst. Wenn das da nicht gepasst hätte, hätte ich aber noch andere Alternativen gehabt, die ich mir angeguckt hätte oder vor denen ich zumindest auf dem Papier gedacht hätte, das sind gute Ausbildungen.
Von denen ich auch heute teilweise noch denke, das sind sehr gute Ausbildungen. Okay. Okay, klasse, cool. War das dann auch so, dass du dann, kann man gleich zur nächsten Frage springen, hattest du dann in dem Schulungsinstitut dann auch irgendwo gleich ein Vorbild gefunden? Oder? Ja und nein. Also ich war schon immer so, dass ich mich nie so an einem Ding oder an einer Person orientiert habe. Also ganz kurz, ich zeig's euch mal, ihr hört mich jetzt nicht mehr so gut, aber das sind alles Hundebücher und das ist, da ist alles dabei. Da ist Cesar Millan dabei, da ist Günter Bloch dabei, da ist irgendeiner aus Amerika dabei, den kein Schwein kennt. Da ist der neueste Hype dabei von Sami Masi und wie sie nicht alle heißen. Bei jedem kann ich was lernen, von jedem kann ich was mitnehmen, das mich beeinflusst, ob jetzt positiv oder negativ. Und ich fand da viele Dinge sehr, sehr gut. Ja, zum Beispiel der Trainer, der uns da ausgebildet hat, da hatte ich das Gefühl, der ist sehr gut. Und dann hatten wir auch noch Trainer aus Amerika da, die wirklich rein im Sportbereich tätig sind, die Weltmeister waren in verschiedensten Dingen und so, wo ich gemerkt habe, wow, das ist mal noch eine ganz andere Liga. Aber bei jedem Einzelnen fand ich auch Dinge nicht gut. Ja, sei es, weil der eine vielleicht unzuverlässig ist, weil der nächste mit scheiß Laune, hast du auch gleich gemerkt und so. Also ich hatte nicht so ein festes Vorbild. Das kann man nicht sagen, aber ich fand bei vielen Leuten viele Dinge gut und habe versucht, irgendwie so meinen Weg zu finden. Okay, cool. Gut. Ist jetzt irgendwie schade, ich habe mich schon irgendwie über ein Vorbild gefreut, wenn du gesagt hast, ja, der hier und wenn du gesagt hast, jetzt, ja, Fichtelmeier. Das ist mein Ding. Ja, nein, ich kenne natürlich viele Namen, ne? Aber ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, keine Ahnung, nehmen wir mal Fichtelmeier. Viele werden dem Namen ja gar nichts abgewinnen können, ne? Aber ist egal, ob du jetzt Fichtelmeier nimmst, Ertel, Rütter, Cesar Millan, wie heißt der jetzt auf Six? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ist ja wurscht, welchen Namen ihr nehmt. Ich finde es nicht, oder ich könnte nicht sagen, die und die sind mein Vorbild, wenn ich die gar nicht live sehe. Weil gerade im Fernsehen kannst du nicht sagen, was ist da wirklich, was passiert da, was passiert da nicht. Ja, klar. Und, was ich sagen kann, der Mann, bei dem ich gelernt habe, da habe ich schon immer gedacht, boah, das ist krass, was der kann. Also nicht von einem Hund, aber der hatte halt nicht nur diese Hundeschule und diese Ausbildungsinstitution, sondern der hatte auch noch eine Hundetagesstätte. Und das war für mich unmöglich vorstellbar, in einer Hundetagesstätte mit 50 Hunden. Und die vertrügen sich. 50 Hunde in Anführungsstrichen eingesperrt auf 5000 Quadratmeter. Und da gab es keinen Ärger. Klar gab es mal Stress und so, aber der hat das da alles gemanagt. Die Mitarbeiter haben das gemanagt. Ich habe gedacht, boah, wie krass ist das denn? Im Tierheim kannst du nicht einen Hund zum anderen reintun, die zerfleischen sich. Und hier sind 50 Hunde, die sich vertragen. Und das waren so schon Punkte, wo ich gesagt habe, boah, da kannst du was von lernen. Aber nicht so, dass ich sage, es ist nur der und alles andere nicht. Deshalb war ich auch gegen Martin Rütter, weil da auf dieser Infoveranstaltung, also nicht gegen Martin Rütter, aber gegen das Prinzip, denn auf der Infoveranstaltung waren Menschen aus der Schweiz, die in der Schweiz zahlen das Dreifache von uns in Deutschland. Und die haben wirklich so getan, als wäre er der Heiland. Also, dass sie nicht mit einem Weihwasserkelch durch die Bude gerannt sind, war alles. Denen war völlig egal, dass sie 1800 Euro Tantieme im Monat zahlen sollten. Die wollten das sofort unterschreiben. Da haben die gar nicht drüber nachgedacht. Und das fand ich schon irgendwie befremdlich. Das ist gruselig, ja. Ja, und es gibt ganz, ganz viele super, super gute Hundetrainer. Ich sehe gerade hier, Sarah Addo schreibt im Chat, was hältst du von HTS? HTS ist die, oh Gott, wie heißt sie jetzt? Ich komme auf den Namen nicht, aber ist eine sehr, sehr gute Trainerin. Ich kenne viele Videos von der, ich kenne Bücher von der, ich habe Posts von ihr in Hundetrainergruppen gesehen. Die macht einen ultra guten Eindruck, aber ich kann nicht sagen, was ich von ihr halten würde, wenn ich nicht mal vor ihr gestanden habe und ein paar Tage mit ihr verbracht habe. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja? Egal, wer das jetzt im Fernsehen ist, der da kommt oder von dem du Bücher liest, du kannst dir da ganz schlechtes Bild von machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich würde wahrscheinlich mit Günter Bloch sehr gut klarkommen, weil ich seine Bücher und seine Einstellung sehr gerne mag und weil ich glaube, dass der Mann Ahnung hat. Aber das kann sein, dass wenn ich vor dem stehe, ich nach einer halben Stunde genervt bin. Wäre ja durchaus denkbar. Und dann wäre es halt schwierig, ihn als Vorbild zu bezeichnen. Deshalb kann ich das wirklich nur mit Menschen machen, die ich live kenne, wo ich sagen kann, Mensch, da weiß ich, warum, wieso, weshalb. Ja? Und deshalb, nee, ein reines Vorbild gab es nicht. Ich habe versucht, überall was rauszuziehen. Und jetzt habe ich gerade Günter Bloch angesprochen. Das ist so ein Typ Mensch, von dem ich bisher den besten Eindruck habe, wo ich denke, der ist halt einfach, wie er ist und glaube ich, deshalb ist er auch ganz gut. Und
ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage umstellen würde und ich fragen würde, wenn du einen der Autoren der Bücher von hinter dir treffen könntest, oder wenn du es nicht schon hast, welcher Autor das am ehesten wäre? Wäre das dann Günter Bloch? Oh ja, definitiv. Neben noch zwei, drei anderen. Günter Bloch ist, ja, wenn man mal so ein bisschen was von ihm gesehen hat, im WDR oder so, auch ältere Sachen, der ist halt einfach ehrlich. Ne? Also ich kann mich an eine WDR-Folge erinnern, ich habe das nie wieder gefunden. Da hat Günter Bloch zusammen mit Mirko Tomassini, der auch ein sehr, sehr guter Trainer ist, beim WDR irgendwie sowas gemacht. Und Mirko Tomassini ist auch ein sehr guter Trainer zum Beispiel, aber das ist nicht mein Ansatz. Deshalb könnte das total der gute Typ sein und ich würde mich vielleicht persönlich super mit dem verstehen, aber eben nicht ihn wieder als Vorbild. Versteht ihr, wie ich meine? Weil seine Denkweise irgendwie anders ist. Aber ich weiß noch, diese Folge, da kam jemand an mit irgendwie 4-5 Hunden und dann hat er dem Günter Bloch da eine Viertelstunde in Anführungsstrichen erzählt, ja, und das ist hier der vordere Leithund und der ist an siebter Stelle geboren und im transzendenten Aszendent Sternfisch König und deshalb macht er immer das. Und der Günter hat sich das so in aller Ruhe angehört, hatte so ein lange Rauschebart, nickte so, hat sich das angehört und hat gesagt, und hat dann am Ende ein Thema oder einen Satz gesagt und da dachte ich einfach nur, wie geil ist das denn? Das ist richtig, weil dieses zu viel Hineindenken eben genau das große Problem im Hundethema ist. Der sagte dann, weißt du was, mein Junge, weißt du was das Beste ist? Den ganzen Quatsch vergessen wir mal. Wir fangen von vorne an. So, und das fand ich sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar andere, die ich zum Beispiel überhaupt nicht treffen wollen würde, ja, weil das gerade im Chat kam. Okay. Also Günter Bloch zum Beispiel, Elli Radinger, da würde ich sofort einen Abend mit denen Bier trinken. Aber auch an so Personen wie Dr. Udo Ganzloser gilt so als der Hormonpapst in dem Bereich. Ich glaube, ich hätte es schwer, mit dem ein Bierchen zu trinken als auf einer freundschaftlichen Ebene, also vorstellbar. Mhm. Aber von dem einen Tag lang, einen Abend lang was zu lernen, unglaublich gerne. Also da gibt es Tausende. Ich würde mich genauso, aber auch mit Cesar Millan oder mit Martin Rütter oder sonst wem zusammensetzen. Anita Balser heißt sie von HTS, jetzt habe ich es wieder. Oder mit Anita Balser, da kannst du von jedem was lernen. Das sind Leute, die machen das seit 10, 20, 30, 40 Jahren. Und das ist völlig irrelevant, ob die aus Amerika kommen und das sich selbst beigebracht haben, weil sie in Mexiko auf der Straße gelebt haben und was ganz anderes sich vorstellen unter Hundetraining wie wir hier. Oder ob sie sonst woher kommen, lernen kannst du von allem was. Aber es gibt ein paar, mit denen würde ich mir nicht zusammensetzen wollen, von denen würde ich nichts lernen wollen. Und das ist, weil Hans Hansen schreibt es gerade im Chat, Hundepsychologen wie Tomalia zum Beispiel, da halte ich gar nichts von. Also die haben weder was gelernt in dem Bereich, die gehen damit öffentlich überhaupt nicht um. Und das, was ich da gesehen habe, fand ich ganz grauenvoll. Also sicher gibt es sehr viele, mit denen ich mich treffen würde, aber auch ein paar, von denen ich nichts halte. Wenn ich mich mit denen treffen würde, wäre es vielleicht okay, aber ich würde dafür jetzt keinen anderen Termin sausen lassen oder so. Falls man jetzt versteht, was ich meine. Aber sehr, sehr viele ältere Hundetrainer. Je älter und je länger sie das machen, desto interessanter wäre es wahrscheinlich. Ja, Novak, genau. Nee, mit der will ich mich auch nicht treffen. Die hat übrigens unter eins meiner Videos, hat die mal was richtig Fieses drunter geschrieben. Maike Maja Novak. Das ist aber ein Thema, weil das habe ich gerade im Chat gelesen. Entschuldigung. Alles gut. Ich habe mal über die was gesagt, dass ich dieses Prinzip mit der angeborenen Rudelstellung für Schwachsinn halte. Und die hat was ganz Schlimmes drunter geschrieben. Und YouTube bannt ja Hasskommentare und der war ganz schnell auch wieder weg. Schade. Ich hätte mich gerne mit ihr unterhalten. Ja, okay. Ja, vielleicht hilft dir das als Antwort oder vielleicht beantwortet das. Ja, klar. Sehr, sehr, sehr. Es ist sehr interessant. Dann die nächste Frage in der Liste, weil wir jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen abgeschweift. Ja, ist egal. Die nächste Frage in der Liste wäre tatsächlich, gab es eine Übergangsphase, das hast du ja schon beantwortet, genau. mit der Dienstzeit der Bundeswehr. Jetzt kommt für mich und Nina schon eine der interessanteren Fragen. Und zwar, hattest du zu Beginn deiner Selbstständigkeit Sorgen um das Finanzielle? Warst du in der Lage, deinen Lebensstandard zu halten? Ja, und das ist jetzt, da muss ich jetzt ganz, ganz dickes Ausrufezeichen sagen, da bin ich nicht das beste Beispiel. Denn, jetzt kommt wieder der Punkt Bundeswehr, ich habe ja gesagt, während der Bundeswehrzeit durfte ich mich schon fortbilden. Also, wir machen es mal in Zahlen. Ich war 12 Jahre verpflichtet, ich durfte mich, ich mache es jetzt in ganz einfachen Zahlen, 2 Jahre lang in der Dienstzeit, also von diesen 12 Jahren, die letzten beiden Jahre, durfte ich mich fortbilden und wurde weiter von der Bundeswehr bezahlt. Und nach diesen 12 Jahren,
als Übergangsgeld, um wieder in die zivile Wirtschaft zu kommen, um wieder Fuß zu fassen im normalen Leben. Nach diesen 12 Jahren wurde ich noch weitere 3 Jahre zu einem gewissen Prozentsatz von der Bundeswehr bezahlt. Das heißt, ich hatte immer einen finanziellen Rückhalt, mit dem ich meinen Lebensstandard im Minimum halten konnte. Ja, also ich habe 60-70% oder was bekommen. Das ist ja ist kein Geheimnis. Die Bundeswehr geht da ganz offen mit um. Ganz einfach, wenn ich jetzt 2000 Euro verdient hätte, hätte ich halt irgendwie so 1200-1300 Euro noch bekommen. Damit kommst du erstmal klar. So. Und das hatte ich halt. Hätte ich nicht diese Unterstützung in Anführungsstrichen der Bundeswehr gehabt, hätte ich es sehr, sehr schwer gehabt, meinen Lebensstandard zu halten. Das hätte schon so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis ich sage, yo, jetzt bist du gut. Aber dann hätte ich das anders gemacht, denn ich bin der Meinung, dass wenn man sich selbstständig macht und überzeugt ist von seinem Konzept, von seiner Leistung und wenn man gute Zahlen hat und sich gut informiert hat, dann sollte man ruhig bei der Bank stehen und sagen, passt auf, ich will ein Geschäft gründen, ich möchte von der KfW, keine Ahnung, 20.000 Euro haben, damit ich im Zweifel, wenn mal was ist, abgesichert bin und über die Runden komme. Und das hätte ich dann auch ganz genauso gemacht, weil es kann, du kannst das beste Konzept haben, du bist die One-Man-Show überhaupt auf der Wiese, alle lieben dich, alle vergöttern dich, du brichst den Fuß, kannst 3 Monate nicht arbeiten und das gleich am Anfang, schlecht. Also deshalb, da hätte ich dann halt über die Bank einfach ein finanzielles Polster mir angeholt, dass ich dann hätte abfragen können. Okay. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptthema, was einem am meisten beschäftigt. Ja, das hat mich auch extrem, extrem beschäftigt, obwohl ich diesen finanziellen Rückhalt hatte. Ne? Also man muss dazu sagen, als ich bei der Bundeswehr war, war ich mehr oder minder Alleinverdiener. Da war Christine noch im Studium. Die kann übrigens auch mal was beantworten, fällt mir gerade ein. da war Christine noch im Studium, die hat zwar ein bisschen was verdient, aber das war halt jetzt nicht viel. Und wenn jetzt mein Gehalt weggebrochen wäre, hätten wir es sehr, 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 sehr schwer gehabt. Und deshalb habe ich da lange drüber nachgedacht und habe mich da viel mit informiert. Und habe dann festgestellt, Mensch, der Vorteil oder anders, das, was mir 12 Jahre lang zum Nachteil gereicht hat bei der Bundeswehr, dass ich nie frei entscheiden konnte, wo ich leben wollte, dass die von heute auf morgen gesagt haben, pass mal auf, du bist jetzt 9 Monate in München, ist mir egal, wo du wohnst und wer deine Familie ist. All diese Nachteile haben sich letztlich dann jetzt da ausgezahlt, weil ich halt dann diese 4-5 Jahre Sicherheit hatte, finanzielle Sicherheit. Ja. Ursprünglich hat die Bundeswehr das damals absichtlich so gemacht, weil wenn du, ich sag mal ganz platt, Panzer gefahren bist, kannst halt draußen nichts werden, außer Busfahrer. So. Ja, und es gibt halt leider Gottes nicht so viele Busfahrerstellen, also kannst du da eine Umschulung machen zum Schweißer, Lackierer, Maurer oder irgendwas und dann bist du eine Zeit lang noch abgesichert, bis du in deinem neuen Job drin bist. Das war so der Punkt, den die Bundeswehr damals gemacht hat und das wusste ich auch, als ich mich verpflichtet habe, dass ich diesen Rückweg immer noch habe, sodass ich eine Zeit lang auf jeden Fall in Ruhe nach einem neuen Weg sehen kann. Ich kann euch aber sagen, dass viele, die es versucht haben, die mit mir zusammen studiert haben oder die ich hier kenne, dass die alle noch ein zweites Standbein hatten eine Zeit lang oder aber wieder haben, weil es nicht einfach ist, davon zu leben. Es ist wirklich nicht leicht, gerade am Anfang nicht. Das erste Jahr solltet ihr einen Plan B haben, dass ihr einfach sagt, okay, wir haben Rücklagen, auf die wir zurückgreifen können. Wir können natürlich so ein bisschen was runterschrauben, aber es kommen auch neue Kosten auf euch zu und so weiter und so fort. Ja gut, dann sind wir da schon mal relativ gut aufgestellt. Ja, und Plan B haben wir auf jeden Fall immer in der Hinterhand. klasse, gut. Vielen Dank für die Antwort auf jeden Fall schon mal. Sehr gründlich beantwortet. Dann würde ich gleich zur nächsten gehen. Hast du ja auch schon ein bisschen beantwortet, was war zuerst da, Hundeschule oder Huta? Wie kam es dann zum jeweils anderen? Du sagtest ja, zuerst war die Hundeschule da und die Huta war gar nicht so geplant. Genau. Also ich habe zuerst in meine Hundeschule geöffnet, also ich nehme jetzt mal einfache Daten, ja, ich habe im Januar die Hundeschule eröffnet und habe gesagt, okay, ich gebe mir jetzt 1 Jahr, dann muss die Hundeschule irgendwie mich selbst tragen, als Beispiel jetzt, ne? Das sind nur irgendwelche Zahlen, das waren nicht die tatsächlichen Zahlen. Dann hat das halt so angefangen, dass der Mensch, bei dem ich gelernt habe, festgestellt hat, dass ich ganz gut bin in dem, was ich tue und hat mir angeboten, zeitgleich noch bei sich in der Huta zu arbeiten als Aushilfskraft auf Rechnung. Ja, das heißt, ich habe ihm eine Rechnung gestellt für meine Arbeitszeit, hatte also immer so einen kleinen Batzen, paar hundert Euro, die auf jeden Fall fest eingenommen wurden. Und dann hat sich das irgendwann entwickelt, dass er zufälligerweise ein zweites Gelände bekam, eine zweite Huta aufgemacht hat, mich gefragt hat, ob ich damit einsteige. Huta war nie geplant. Also das war nie mein Plan, in die Hundebetreuung zu gehen, sondern ich wollte Hunde ausbilden, wobei ich kein Problem damit hatte, Hunde zu betreuen. Aber
Ja, es war mehr oder weniger ein Zufall, dass ich jetzt die Huta habe, aber es war nicht ganz so der Zufall, dass ich parallel noch in der Huta gearbeitet habe. Ich habe sogar in anderen Hutas mal Probearbeiten gemacht und so und auch um mit dir anzugucken und hätte auch da dann den Job mit angenommen zusätzlich. Also wenn man in den Bereich geht, ist Betreuung, also wenn man in den Bereich Hundearbeit, in Anführungsstrichen Hundetraining oder mein Leben rund um den Hund irgendwie geht, ist Betreuung tatsächlich eine Möglichkeit, um einen stetigen, relativ guten, festen Geldfluss zu haben. Ja, aber auch dafür muss man eine Ausbildung vorweisen. Aber wenn man ein bisschen was kann und nicht auf den Kopf gefallen ist, kann man auch in Hundepensionen, Hundebetreuungseinrichtungen etc. kriegt man das auch irgendwie hin. Ja, dass man da arbeitet. Und wenn es nur auf 450 € Basis ist, das war es bei mir am Anfang auch. Ja klar, also gerade wenn es darum geht, irgendwie den Lebensunterhalt mit und um Hunde herum zu gestalten, dann ist auch das ein nicht unwichtiger Bestandteil, selbst wenn es in Anführungszeichen nur 450 € sein. Ja. Genau. Gut, dann das Gelände deiner Huta. Wie hast du es gefunden? Gab es Anforderungen von Ämtern? Ja. Welche Anforderungen haben an Gebäude, an den Platz? Warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind so ungefähr bei der Hälfte, ne? Warte mal. Ja, grob. Ich müsste nämlich gleich mal für kleine Hundetrainer. und würde mir einen neuen Kaffee machen wollen. Pass auf, machen wir die Frage noch und dann machen wir so eine 5-Minuten Pause für Kaffee und weiß der Geil nicht was und dann schauen wir weiter. Entschuldigung, ich war gerade vom Chat abgelenkt. Wie ich das Gelände gefunden habe und ob es Anforderungen gab. Das Gelände hat tatsächlich dann mein ehemaliger Chef gefunden. Ne? Also der, bei dem ich studiert habe und ausgebildet wurde, war ja mein Chef in seiner Huta. Und der hat dann gesagt, hier, ich habe eine zweite, wie auch immer der da rangekommen ist. Das läuft meistens über einen Klüngel. Also in Köln heißt Klüngel so über Vitamin B. Ja? Vitamin B. Genau, man kriegt so irgendwie von hinten, ey, da, die hören auf und da wird das was frei. Und dann kommt man irgendwie an das Gelände. Selbst irgendwo hinzuschreiben oder so, utopisch. Also ich habe es hier im Rhein-Sieg-Kreis, ich mache es jetzt seit 8 Jahren, ich versuche es jedes Jahr, Leute anzuschreiben, die Ämter anzuschreiben, weil ich hier irgendwen kenne. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Das war also ein Zufall, dass er das angeboten gekriegt hat und er hat es auch gleich übernommen. Ne? Ganz häufig, oder in seinem Fall war das die Deutsche Bahn, die ihm das angeboten hat, weil ganz viele der Gelände hier im Rheinland sind von der Bahn. Ja, weil direkt neben der Bahnstation will keiner irgendwas machen, die Hunde juckt's nicht, also bist du direkt neben der Bahn, kriegst du deine Schrebergärten und weißt ja gar nicht was. Und so ist er halt da dran gekommen, weil er schon seit Ewigkeiten von der Bahn pachtet und die gesagt haben, hey, wir haben noch was, willst du das auch? Und die Anforderungen sind sehr, sehr hoch, sind aber von der Kommune zu Kommune unterschiedlich. In Köln ist es so, dass die relativ locker sind, hier im Rhein-Sieg-Kreis, wo ich bin, und das ist halt nur 10 Kilometer weiter südlich, der größte Landkreis da, ist es sehr, sehr schwer. Weil die sind sehr, sehr fremd noch in dem Thema und sehr eingefahren und wie es halt in Ämtern so ist. Das definiert tatsächlich also die Kommune an sich, wie man das zu erfüllen hat. Und da müsst ihr einfach bei eurer Kommune fragen. Ich weiß zum Beispiel, dass in ganz vielen Bereichen in Bayern, also die beiden kommen aus Bayern, bundeslandtechnisch, dass in ganz vielen Bereichen in Bayern das richtig, 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 richtig schwer ist, da ein Gelände und eine Genehmigung zu kriegen. Selbst wenn du irgendwo eine Wiese findest von irgendwem und der sagt, hey, super, ich benutze die eh nicht, kannst da haben, mach einen Zaun, alles gut, dann scheitert das immer an irgendwas anderem. Also in meinem Fall, ich hatte ein Gelände hier über die Wirtschaftsförderung, heißt das bei uns, das sind so von der Stadt in der Kommune, also in den Ämtern, sind solche Abteilungen, die dafür da sind, kleine Firmen zu fördern. So, und die habe ich angeschrieben und gesagt, ich brauche ein Gelände, ich mache eine Hundeschule und ich werde hier eine große Hundeschule. Und dann haben die gesagt, ja, okay, hier, das können sie haben. Und dann habe ich mir das angeguckt und sage, ja, sieht gut aus. Und dann gab es dann so abstruse Anforderungen wie, pro 1000 Quadratmeter musst du 10 Arbeitsplätze schaffen. Ja, da musste ich halt sehr lachen. Ja, solche Anforderungen gibt es immer wieder. Dann hatte ich andere Gelände, wo ich gesagt habe, hey, super, das soll verkauft werden, weil ich es im Internet gefunden habe. Das ist direkt neben so einer Schrebergartenanlage und zwischen Schrebergartenanlage und so einem riesengroßen eingezäunten Bereich mit Kühen. Mit so großen, zotteligen Rindern. Da habe ich gesagt, hey, will ich haben? Die haben gesagt, super, können sie haben. Ich sage, gut, mache ich einen Zaun drauf, mache ich Hundeschule. Nee, das geht nicht. Ich sage, wieso geht das nicht? Ja, sie dürfen keinen Zaun bauen.
Ich sage, das liegt zwischen der Schrebergartenanlage, die haben 2 Meter hohen Zaun, und der Kuhstall, und die haben 2 Meter hohen Zaun. Ich muss eigentlich nur noch verbinden. Nee, das geht nicht. Das ist auf dem Bauplan ist das als Erweiterungsgrundstück für den Schrebergarten geplant. Und dann habe ich halt nochmal angerufen und gesagt, aber wenn das jetzt zum Schrebergarten gehört und die machen Schrebergarten drauf, dann dürfen die einen Zaun bauen. Ja, die dürfen das dann. Also das ist sehr, sehr, sehr schwierig in den Kommunen da reinzukommen und Verständnis dafür zu haben und wirklich was zu finden, wo alle sagen, jawohl, darfst du. Selbst wenn das passiert, auch da habe ich Kolleginnen gehabt, die hatten Gelände, da haben die Ämter gesagt, jawohl, darfst du, und dann haben die da gemacht und nach einem halben Jahr beschwert sich irgendein Nachbar, weil denen einfach die Hunde nerven, das Gebell nervt, und dann ziehst du halt als Gewerbetreibender immer den Kürzeren. Da geht der Privatmann vor und dann bist du einfach wieder raus, kannst nach Hause fahren. Kannst du abbauen, dann kriegst du einmal zugestellt, in 3 Monaten bist du weg und kannst was Neues suchen. Stehst halt sehr, sehr häufig vorm Nichts. Und das hatte ich halt auch. Das habe ich immer noch und jedes Jahr immer wieder, dass ich mir diese Sorgen machen muss, weil die Anforderungen und die Probleme, einen ordentlichen und geeigneten Platz zu kriegen, sind sehr, 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 sehr hoch. Okay. Ja, dann bin ich ganz froh, dass wir da wohnen, wo wir wohnen. Weil wir tatsächlich hatten das ein bisschen einfach. Gut, wir wollten kein Huta-Gelände, aber wir wollten tatsächlich nur ein Übungsgelände für die Hundeschule. Und wir haben unserer Gemeinde geschrieben. Und auch wenn wir im konventionellen und eher schwierig gestalteten Bayern wohnen, wenn es um Hunde geht, sind wir da mit relativ offenen Armen empfangen worden. Ja, und super cool. Ist Platz im Außengelände vorgeschlagen worden, wo dann auch keine Schallübertragung über ein Tal zu Häusern stattfindet. Ja, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Also für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, es gibt unterschiedliche Gemarkungen. Also das eine ist ein Wohngebiet, das andere ist ein Gewerbegebiet. Genau. Das kann sich jeder vorstellen. Ne? Gewerbegebiet, da hast du Firmen, Wohngebiet, da wohnen Leute. Dann gibt's Mischgebiet, also da hast du eigentlich Firmen, aber da wohnen halt auch noch ein paar, weil die keinen Bock haben, weit zur Arbeit zu fahren oder so. Sowas in der Richtung. Und dann gibt es halt Außenbezirke. Außenbezirke oder Randgebiet oder Außengebiete, wie auch immer das jetzt tituliert ist. Und da ist es so, da dürfen nur privilegierte Bauvorhaben stattfinden. So, privilegierte Bauvorhaben sind Landwirte und Blumenzüchter. So. Ja, das ist alles. Es gibt noch ganz, ganz wenig andere. Wenn einer ein Windkraftwerk aufbaut, dann darf er das da und so. Aber das ist so die meisten. So. Und wenn du jetzt zur Stadt gehst und sagst, ich würde gerne Hundeschule machen, dann hörst du von ganz vielen Kommunen, ja, das können sie nur im Gewerbegebiet machen. Ja, okay, dann mache ich das im Gewerbegebiet. Ja, da kostet der Quadratmeter 24 Euro. Moment, ich brauche 2000 Quadratmeter, nee, das kann ich mir nicht leisten. So, wenn du Glück hast, dann sagt irgendeiner, im Randgebiet können sie es gerne machen, ja, aber das ist sehr, sehr selten, denn im Randgebiet, dann kommen dann ganz schnell die Kommunen wieder und sagen, privilegiertes Bauvorhaben, da ist ja die Hundeschule nicht dabei. Es gab vor ein paar Jahren in Bayern mal einen ganz, ganz langen Gerichtskampf um die Tatsache, ob eine Hundeschule ein privilegiertes Bauvorhaben ist und ob das nicht nachgetragen werden sollte im Gesetzestext. Das heißt, wenn ihr den Zufall habt und den glücklichen Fall habt, dass das Amt euch unterstützt, küsst denen die Füße, schaut, dass ihr das unterschreibt und dass ihr einfach jahrelang da durchhaltet, weil dann kriegen sie euch da nicht mehr so einfach weg und dann habt ihr eure Ruhe. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Aber es ist hier im Bereich echt schwer. Ja, wirklich schwer. Also wenn ich hier zu einem Bauern gehe und sage, pass auf, 5000 Quadratmeter Wiese, was willst du haben? Der sagt Betrag X und ich sage, yo, kann ich machen oder nicht? Dann selbst wenn ich mit allen anderen einig bin, sagt spätestens bei mir das Amt, nee, Moment mal, das ist doch Außenbezirk. Was machen Sie da? Hundeschule. Nee, wenn Sie jetzt Schafe hätten, wäre okay, aber Hunde nicht. Ja, wieso nicht? Weil halt einfach dieser Beruf des Hundetrainers ist ja erstmal offiziell erst seit ein paar Jahren da und da hat sich noch nie einer Gedanken drüber gemacht. Und das ist eben genau das Problem. Ja? Also habt ihr wirklich Glück und ich drücke euch die Daumen, dass es so bleibt. Das ist ein guter Fall. Ja. Ah, vielen, vielen Dank. Ja. Okay. Gut. Dirk, du hast ja eine Pause gewünscht. Ja, wollen wir eine kurze Pause machen? Wir haben jetzt bei mir 10 vor. Ich würde nur einmal schnell mir einen neuen Kaffee aufmachen und kleine Hundetrainer und würde sagen, so 5 Minütchen, oder? Ja. Ja, das reicht. Ja, pass mal auf, ich mach mal den Pausescreen an, zack. So, ihr dürftet mich jetzt gleich auch nicht mehr hören. Sehen tut er mich auch gleich nicht mehr. Und dann geht's dann weiter. Dann würde ich sagen, machen wir die nächsten Fragen, versuche ich ein bisschen kürzer zu machen. Ich habe vieles schon so beantwortet, aber wir sollten das noch hinkriegen. So in einer halben Stunde sind wir wahrscheinlich durch. Ich denke auch, ja. Ja, der Rest ist schon teilweise besprochen. Gut, das heißt, wir sehen uns um 18.55 Uhr mit Bild und Text und Ton wieder. Bis gleich. Jawohl, bis gleich. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Bis die anderen beiden da sind, kann ich noch ein bisschen auf den Chat eingehen. Also wir wären da. Warte, lass mich mal so zwei, drei Fragen zwischendrin ja, entschieden. Ja, so, ich fange mal an. Ich habe als Nebengewerbe Gassi-Service und studiere Tierpsychologie. Ja, das ist super. Gute Grundlage. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut dein Studium ist, Sandra Wieg, aber hört sich erstmal gut an. Gassi-Service ist ein guter Weg, um langsam reinzukommen. Wie genau kommt man an ein Gelände, haben wir eben besprochen. Hast du Tipps für den Elver? Mein Kynologiestudium ist sehr tiefgehend. Da kommen wir nachher noch zu, Iona, welches Studium ich für gut halte und welches nicht. Aber mein Tipp ist, red mit deiner Kommune, weil jeder will was anderes. Aber es gibt ein paar Ausbildungen, die ich gut finde und ein paar, die ich empfehlen kann. Ein paar, die ich nicht so gut finde. Aber das ist auch eine private Geschichte, also eine persönliche Meinung. Flyround Fall hat gefragt, mein Hund mag keine Leckerchen, auch kein Käse und Speck habe ich auch versucht. Was soll ich tun? Ganz einfach, gib ihm zu Hause nichts mehr zu essen. Ist total gemein, ne? Er wird verhungern. Nein, wird er nicht, aber wenn du mit deinem Hund arbeiten möchtest und der nimmt einfach so nichts an, geht's ihm zu gut. Ja, wenn du einfach immer pappensatt bist und nicht so auf Leckerchen stehst, dann musst du dafür auch nicht arbeiten. Kriegt er zu Hause weniger oder nichts mehr zu essen und draußen fürs Training, dann wird er irgendwann auch sagen, ah, jetzt nehme ich auch deinen Käse, ich habe echt Hunger. Und dann macht's vielleicht auch irgendwann Spaß zu trainieren. So, ein Crashkurs Auslandshund an einem Wochenendtag buchen. Das hatte ich eben schon beantwortet, einfach nur ich hatte das gefragt. Ende März, also wir haben jetzt ja ein paar Zuschauer hier drin, Ende März habe ich wieder ein Seminar angesetzt, ein ganzes Wochenendseminar, da könnt ihr hier nach Köln kommen. Wir machen in der Huta ein Seminar. Die Themen sind völlig egal. Ich zeige euch, wie ich arbeite, wie ich Hunde ausbilde. Wir arbeiten mit euren Hunden vor Ort und gucken einfach, was wir machen können. Da könnt ihr sehr, sehr gerne dazukommen. Aber ihr müsst euch bitte anmelden, weil die Plätze sind begrenzt. Das ist, Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Das ist der 28. 29. März. Wer da Bock drauf hat, schreibt mich an info@stadtfälle.de. Hey, du hast was von Seminar erzählt, würde mich interessieren. Dann kann ich ihm was schicken. Orange Teal hat gefragt, can you speak English? No, German stream. Sorry. Ich kann schon Englisch, aber ich will nicht. Hallo Janette. Oh, das ist cool. Das freut mich total. Es gibt keinen besseren als Dirk. Das ist übertrieben, das stimmt nicht. Aber die Janette war tatsächlich mal bei mir. Oh, jetzt muss ich das mal zeigen. Die Janette war da tatsächlich mal bei mir. Warte mal. Und dann machen wir weiter mit unserem AMA. Ah, scheiße. Ich glaube, ich finde die jetzt so schnell nicht. Die Janette war tatsächlich mal bei mir. Das waren meine ersten Groupies. Die sind hierher gekommen. Ich habe denen ein paar Fragen beantwortet. Und dann haben die ein Foto gemacht. Das hat sie mir letztens erst zugeschickt. Fand ich sehr witzig. Wie buche ich das Seminar am besten? Schick mir bitte eine Mail an info@stadtfälle.de und schreib, hey, wie ist das mit dem Seminar-Infos? Dann schicke ich dir erstmal die Infos zu und du guckst, ob das überhaupt was für dich ist. Weil du wirst da ein bisschen was für bezahlen müssen. Ich kann es ja leider nicht umsonst machen. So, letzte Frage und dann machen wir weiter. Ich bekomme einen Welpen, arbeite gewerblich zu Hause, wo Leute täglich kommen. Was soll ich am besten machen? Sollst du ihn alle erstmal ignorieren, streichen lassen oder wie? Gute Frage, Syrer. Ich würde tatsächlich, wenn ich viel Kundenverkehr habe, meinem Hund einen Rückzugsort geben, meinem Welpen, eine Box oder ein Kennel. Und dann kannst du ihn gerne ab und an mal rauslassen, wenn du drauf Bock hast und Zeit hast und die Leute auch. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Generell sollte sich dein Welpe daran gewöhnen, dass die Leute, die da reinkommen, für dich da sind und nicht für ihn. So, jetzt haben wir ein paar Fragen aus dem Chat beantwortet. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit Philipp und Nina. Ja, ja. Schön. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kommt natürlich auch schon mal eine Frage, wo es auch wirklich konkret um Fehler und Schwierigkeiten geht, wobei das jetzt noch relativ sanft ist. Und zwar, hatten deine Kurse und die Huta schon immer die gleichen Strukturen und Abläufe, also zum Beispiel deine Kursgrößen, oder gab es Fehler oder Schwierigkeiten, in die du geraten bist, aus denen du gelernt hast und wir auch lernen könnten? Ja. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um eine Stunde. ich habe schon immer, oder anders, da wo ich gelernt habe, gab es keine festen Kurse. Also es gab keine festen Teilnehmeranzahl, es gab keinen festen Trainingsort. Das war ein offenes Kurssystem. Die Leute konnten quasi kommen, wann sie wollten. Und es gab halt an schlechten Tagen unter der Woche mit Scheißwetter mal nur 5 Leute und an vollen Tagen gab es auch mal 25. Und ich fand das Konzept sehr interessant. Und in meiner Ausbildung habe ich auch gelernt, warum dieser Mann dieses Konzept so macht. Und das war für mich sehr, sehr überzeugend. Und deshalb habe ich das von Anfang an genauso gemacht. Also
Die Huta klammern wir mal außen vor. Die Huta hat sich nie verändert und wird sich auch nicht verändern. Die ist halt nur gewachsen in der Anzahl der Hunde. Ja. Also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das war schon immer gleich. Wenn der Hund sich nicht benimmt, dann versuchen wir das in den Griff zu kriegen, erzieherisch. Wenn das nicht klappt, dann kann er nicht bleiben. Das ist sehr selten der Fall, weil wir viele Hunde in die Gruppe integrieren können. Wenn man weiß, was man macht, geht das. In anderen Hutas mag das anders aussehen, aber bei uns ist es so. In den Kursen habe ich von Anfang an gesagt, was ich nicht will, und das ist Teil meiner Idee, an das Thema Hund ranzugehen. Was ich nicht will, ist, dass ich den Leuten sage, pass auf, du bist jetzt jeden Samstag um 12 Uhr hier, weil du hast 10 Kurse gekauft, und wenn du einmal nicht kommst, ist der Kurs weg. Mhm. Ich finde diesen Zwang nicht gut. Ich finde diesen Druck nicht gut, weil wir alle haben so viele Dinge in unserem Leben, die uns stressen, die uns Druck machen, du musst zu dem Termin und zu dem Termin, und dann musst du hier sein, und dann gehst du ins Fitnessstudio, und dann kannst du nicht mehr hin, weil irgendwas ist, dann musst du trotzdem noch anderthalb Jahre bezahlen. Ich mag das einfach nicht. Ich mag diesen Zwang nicht. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte ein offenes System haben, habe mir Gedanken gemacht, wie ich das machen kann, und habe gesagt, die Leute können einfach kommen, wann sie möchten. Ja. Natürlich hat das auch seine Nachteile, da kommen wir gleich dazu. Und ich möchte, dass die Leute gerne kommen, und dann ist es halt meine, in Anführungsstrichen, Aufgabe, das irgendwie hinzukriegen, dass sie gerne kommen. Ja, also nicht jeder kam gerne bei mir. Es gab ganz viele, die gesagt haben, Dirks Hundeschule finde ich scheiße, ich mag den nicht. Und sind gegangen. Das ist okay, kann ich mit leben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn mir die Brötchen halt bei dem einen Bäcker nicht schmecken, kaufe ich sie woanders. Und so ist es im Hundetraining halt auch. Ich habe das von Anfang an versucht so aufzubauen. Das hatte Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist ganz klar, wenn du so ein offenes System machst, es kann sein, du fährst dahin und stehst da mit drei Leuten. Und dann denkst du, scheiße, ey, alles, was ich machen wollte, kann ich mit den drei nicht machen. Das ist ja nicht mal eine Gruppe. Also das ist ja einfach nur ein Pärchen plus eins. Und dann ist es manchmal auch schwer. Aber dann hast du halt mit denen ein sehr intensives Training, kannst dann machen. Kannst sagen, okay, pass auf, was drückt euch am meisten, und das machen wir heute. Und so habe ich auch da versucht, immer das Beste draus zu machen. Dann gab es Tage, und obwohl ich schon Mitarbeiter hatte und immer versucht habe, möglichst genug Mitarbeiter zu haben. Es gab Tage, da ist ein Mitarbeiter krank, der andere hat Urlaub, der nächste ist in Babypause, ich stehe da alleine und es kommen fast 30 Leute. Das habe ich gehabt. Und dann stehst du da und sagst, ja, schöne Scheiße, was machen wir denn mit 30 Leuten? Wo kommt ihr alle her? Wer bist du eigentlich? Dich habe ich ja seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Das kann halt auch passieren. Und da muss man halt auch das Beste versuchen, draus zu machen. Und da gab es auch Tage, da bin ich sehr, sehr unzufrieden. Da gehe ich unzufrieden nach Hause, weil ich sage, scheiße, ich wollte mit denen was erreichen und ich wollte mit denen was machen. Und heute waren zwar nur 10 Hunde da, aber es waren die 10 unruhigsten Hunde, die ich hatte, und eigentlich wollte ich Rückruftraining machen. Ich hab nicht mal einen Sitz hingekriegt mit denen. Ne? Also das gibt es. Da ich das in der Ausbildung hatte, habe ich von Anfang an gelernt, mit solchen Situationen umzugehen, weil, und jetzt kommen wir zu dem Thema Vorbild, der Ausbilder, der ich war fachlich absolut geil. Also ich fand das sehr, sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, der weiß, was er tut. Aber der hat auch schon mal gesagt, du, sorry, ey, ich muss noch essen und da draußen stehen schon die Leute. Dirk, geh mal raus, mach mal die Stunde. Ja, da habe ich, Peter, was soll ich denn machen? Sag den einfach Sitz und Platz abwechseln, alles gut. Ne? Also, und wir sind da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen worden. Das war auf der einen Seite, habe ich immer gedacht, was ist das für eine Art und Weise? Auf der anderen Seite habe ich da so viel gelernt, weil ich gemerkt habe, Mensch, es ist egal, wie viele Hunde das sind. Es kommt nicht darauf an, ob du 20 oder 10 Hunde da hast. Wenn die einen gleichen Sachstand haben, kannst du mit 20 Hunden voll geil arbeiten. Wenn die keinen gleichen Sachstand haben, dann sind halt auch 5 Hunde eine Schwierigkeit. Einer kann keinen Platz, einer kann keinen Sitz, die anderen halten dann alleine nicht still. Was willst du denn da tun? Also es kommt halt immer auf die Basis an. Und da war es egal, wie viele Hunde das waren. Und das habe ich relativ schnell gelernt. Ja? Also es hat Vor- und Nachteile. Ich finde es gut für meine Kunden, weil die freier sind, weil die freier kommen können. Aber du hast halt auch immer Kunden, die kommen einfach mal so 5 Monate nicht und dann tauchen die wieder auf und beschweren sich, dass nichts klappt. Und da musst du halt sagen, ja sorry, offenes Kurssystem heißt nicht einmal an Weihnachten kommen und hoffen, dass es funktioniert. Ne? Das gibt's halt auch. Aber ich habe es von Anfang an so machen wollen und aus Überzeugung so machen wollen. Ja? Genauso wie ein Teil meines Konzeptes ist, nicht auf einem festen Platz zu trainieren. Ich habe einen Platz, da mache ich Sport, da mache ich ab und zu Training, aber das bringt mir nichts, weil ich bin da mitten im Feld, da ist kein Schwein, da ist nichts, da die Fahrradfahrer fahren immer vorm Zaun lang, das ist doch
das ist doch nicht realistisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob mein Hund ein Fahrrad jagen würde, wenn nicht mal ein Fahrrad an der Gruppe vorbeifährt, wo er theoretisch hinkommen könnte. Mhm. Weil die Hunde sind ja auch nicht blöd. Der kriegt doch auch mit, da ist ein Zaun, da brauche ich nicht hinterherrennen. Ja. Und deshalb wollte ich mein Training draußen haben. Ich will in die Stadt gehen. Ich will in den Park gehen. Ich will da sein, wo auf einmal ich mit meinen Hunden sage, alle sind im Sitz, weil wir gerade irgendwas üben. Und jetzt kommt da irgendein wildfremder Hund angerannt. Weil das ist Realismus. Ich stehe da mit meinem Hund, versuche irgendwas zu machen. Und Hasso kommt angerannt und Oma Erna steht hinten und schreit, Hasso. Das tut mir sehr leid. Ist nicht so schlimm, war eine tolle Übung. Danke, dass Sie da waren. Schönen Tag. Man kann halt immer das Beste draus versuchen zu machen. Und so wollte ich es von Anfang an. Ja. Okay. Wie ist dann dein Bezahlsystem? Rechnest du jede Stunde, jeden Kurs ab oder rechnest du wöchentlich ab oder gibt es bei dir Monatsabonnements, wo dann die Leute... Genau, also es gibt ganz einfach so Zehnerkarten wie beim Friseur. Ja, zahlst, keine Ahnung, du bezahlst halt einen Betrag X und dafür kannst du 10-mal teilnehmen. Wenn du da bist, gibt es ein Kreuz. Mhm. Bums. Warte. Ah, okay. Mhm. Hab ich gerade... Ich guck gerade, ob ich eine hier habe. Ja, warte. Also, das ist jetzt die alte Version, ne? Ich habe die schon mal ein bisschen geändert, aber ich habe einfach Visitenkarten im Internet bestellt. Ich habe die selber designt, in Anführungsstrichen, mit einem Computer. Ich war mal Informatiker, das kriege ich hin, Bildbearbeitung. Das ist einfach nichts anderes als eine Karte. Da kann ich den Namen eintragen und hinten drauf sind 10 Felder und die kreuze ich einfach ab. Da schreibe ich das Datum rein und mache ein Kürzel von meinem Namen rein und fertig. So. Das ist so, damit habe ich es angefangen. Und da habe ich halt gerechnet, was muss mich das kosten, was sind die Preise in der Umgebung und wie kann ich das, ne? So, und dann habe ich zusätzlich noch gesagt, es gibt aber Leute, die wollen einfach super oft kommen und die sind motiviert und je öfter die kommen und je weiter die sind, desto weniger kannst du auch mit denen machen. Also, wenn ich jetzt, eben war ich im fortgeschrittenen Kurs mit 10 Hunden und alle sind ohne der Leine spazieren gegangen, ist nicht einer weggerannt. Ja, ist doch cool. Dann gehen die 20 Minuten spazieren, muss kein Wort mehr sagen. Und für diese Leute, die super motiviert sind, habe ich halt geguckt, dass ich noch so ein Abo-System habe. Also, du bezahlst halt einen Festpreis im Monat und darfst eine maximale Anzahl an Trainings teilnehmen. Und da habe ich halt gesagt, ihr bezahlt Betrag X und ihr dürft 2-mal die Woche teilnehmen. Fertig. Wer nicht kommt, hat Pech gehabt. Ja, und da gibt es auch immer wieder welche, die sagen, ach, jetzt konnte ich ja letzte Woche nicht, kann ich jetzt einen nachholen? Dann sage ich ja immer, nee, sorry, das geht nicht. Ne? Aber das muss man dann halt auch vertreten. Das war so mein Konzept und die meisten Hundeschulen machen ähnliche Dinge. Was ich zum Beispiel nicht mache, ist sagen, du bezahlst 10 Termine und wenn du einen Termin nicht kannst, ist der weg. Das wollte ich von Anfang an nicht. Ja? Und wenn dann jemand ist, der sagt, pass auf, ich bin jetzt noch 2-mal da, dann bin ich eben im Urlaub und danach will ich ein Abo machen, dann können die auch einzeln zahlen, die Stunden. Das ist natürlich auch möglich. Aber das ist selten der Fall, dass das passiert. Das ist immer nur so ein Monatswechsel oder so. Okay. Gut zu wissen, für uns auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, viele Hundeschulen machen das inzwischen auf diesem Abo-System. Das ist tatsächlich auch vergleichsweise dann einfach abzurechnen und dann haben die Leute auch weniger mit, ach Mensch, jetzt habe ich kein Geld dabei und zahle ich jetzt, ich bringst du am nächsten Mal mit und ja. Ja, wobei auch da bin ich viel, viel pragmatischer als andere. Also ich habe von keinem meiner Kunden ein SEPA-Mandat oder sowas, das machen ja viele. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass Leute mir ihre Daten geben, weißt du? Mhm. Die rennen den ganzen Tag bei Facebook rum und machen Spielchen, welche Katze werde ich nächstes Leben? Da geben sie ihre Daten raus, das können sie machen, ich brauche die nicht. Wenn jemand bei mir was kauft, notiere ich mir das im Handy, der kriegt eine Rechnung zugeschickt, dann hat er die zu bezahlen. Und fertig. Es gibt natürlich auch Leute, die kommen, nehmen eine Stunde, sagen, ich bezahle beim nächsten Mal, kommen nie wieder. Das habe ich auch. Und dann ist es halt meine Entscheidung zu sagen, nee, sorry, aber das will ich haben. Dann muss ich halt so ein Inkasso-Unternehmen oder sowas machen. Oder aber ich sage, komm, draufgeschissen, habe gar keinen Bock da jetzt mich drüber zu ärgern. Das gibt es auch, aber das ist sehr, sehr selten der Fall, dass Leute mich in Anführungsstrichen um das Geld prellen. Der Stream wird automatisch gespeichert von Facebook. Es gibt aber Kolleginnen von mir, die werden sehr oft in Anführungsstrichen geprellt. Ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, wie der Auftritt ist. Also nicht jetzt der Person an sich, aber viele würden mir ungern ins Gesicht sagen, was sie von mir halten. Während sie es vielleicht bei einer weiblichen Kollegin eher machen würden. Versteht ihr, wie ich meine? Also, es gibt ganz viele Männer, die ungern von Frauen trainiert werden. Das hatte ich auch schon, dass sie gesagt haben, oh, wann machst du wieder das Training und ich will ja nicht bei der oder der. Wo ich dann gesagt habe, ja, dann geh woanders hin, das ist mir egal. Also, ich glaube einfach, dass ich da Glück habe, dass mich nicht viele Leute versuchen zu veralbern.
Oder aber, dass die auch einfach zufrieden sind mit meiner Leistung und das gerne bezahlen, das weiß ich natürlich nicht. Das kommt auf viele Dinge an. Unter anderem ist da aber auch ein Faktor, dass ich in einem sehr, sehr, sehr guten Landkreis lebe. Hier ist das, der Lebensstandard ist sehr hoch und der Bildungsstandard auch. Also ohne das jetzt negativ zu meinen, aber wenn du, wenn du in hintersten Mecklenburg-Vorpommern wohnst, hast halt einfach weniger Geld auch. Und dann ist der Schritt dann zu sagen, ach scheiß drauf, den bezahle ich nicht, vielleicht ein größerer als hier. Ja, deshalb hatte ich da wenig Probleme mit. Aber ja, das gibt es. Okay. Wie lange hat der Aufbau deiner Selbstständigkeit gedauert, bis du wirklich alle deine Kosten selbst decken konntest und wirklich du auch damit zufrieden warst? Man tatsächlich jetzt das Bundeswehrgehalt mal weggerechnet. Ja, also wir haben das ja eben schon angesprochen, dass ich da nie die Notwendigkeit hatte. Ich bin immer an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte davon jetzt leben, aber es wird sehr viel, habe ich immer versucht, mich weiterzuentwickeln und neue Leute einzustellen. Meine erste Mitarbeiterin war die Alina. Dann ist dann irgendwann die Alina in Babypause gegangen und dann habe ich Nachwuchs in Anführungsstrichen gesucht, habe den Lars eingestellt, die Hanna und so. Also ich habe immer geguckt, dass ich weiterkomme. Ich könnte davon leben irgendwann, hätte ich davon leben können, musste ich aber nie, weil dann die Huta dazu kam. Deshalb kann ich die Frage nicht so ganz beantworten. Was ich aber sagen kann, ist, ich bin bis heute nicht zufrieden. Oder anders, ich bin eigentlich nie zufrieden. Vielleicht ist das der Grund, warum ich 1000 Sachen anfange, weil ich jetzt sage, oh, guck mal, der Lars ist im Chat. Hi, Lars. Entschuldigung. vielleicht ist das auch der Grund, warum ich sage, okay, jetzt mache ich noch Facebook noch und YouTube und ach, scheiße, nee, das sieht kacke aus, ich will es nochmal machen. Ich bin da einfach so. Das ist auf der einen Seite vielleicht positiv, auf vielen anderen Seiten negativ, weil ich halt einfach 1000 Sachen anfange und versuche, alles irgendwie gleichzeitig zu wuppen. Hätte ich niemanden eingestellt, wäre ich nach einem Jahr so weit gewesen, dass ich hätte, auf einer kleinen Basis davon leben können, sagen wir es mal so. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir können mehr anbieten, wir brauchen mehr Leute und wir bieten mehr Kurse an, ich stelle einen zweiten Trainer ein. Und das war so mein Gedanke damals und dann bieten wir mehr an und die habe ich dann erstmal auf 450-Euro-Basis eingestellt und irgendwann wurde mehr draus und dann hat die mehr mehr verdient und so. Das war die Alina damals. Also ich würde sagen, so ein Jahr solltet ihr planen, bis 3 Jahre solltet ihr Optionen haben. Wenn ihr nach 3 Jahren nicht so weit seid, dass ihr davon leben könnt, dann klingt das doof, aber dann war es nicht der richtige Weg. Das ist das, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Ein Jahr habe ich mir damals selbst gegeben und ich denke immer von Jahr zu Jahr. Das kommt auch gleich noch eine Frage, wo es in die Richtung geht. Also ein Jahr ungefähr, würde ich sagen, hat es gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, wow, wo kommen die ganzen Leute her, was mache ich denn jetzt? Ja. Ja, ich denke, das macht auch Sinn, selbst wenn es und ich glaube, wenn es tatsächlich der selbsternannte Lebenstraum ist, dass man davon leben kann, dann wird man das auch schaffen, weil dann hängt man sich auch dahinter. Aber wenn man dann irgendwie nach einer Zeit merkt, man hängt so irgendwo an einer kleinen Schwelle und kommt darüber nicht hinweg, dann sollte man irgendwie vielleicht tatsächlich schauen, ob man nicht andere Alternativen hat. Genau, oder ob man zumindest nicht sagt, okay, ich mache einfach zwei Beine. Ja, also ganz, ganz viele Kolleginnen von mir, also ich sage immer Kolleginnen, in den Videos sage ich immer Trainer, aber die meisten sind ja Frauen, die machen das nebenberuflich. Was einfach daran liegt, weil es schwer ist, davon wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also geschweige denn eine Familie zu ernähren. Wenn die Christine jetzt nicht was machen würde und ich hätte noch ein Kind, wäre das utopisch, davon eine Familie zu ernähren. Das muss ich ganz, ganz klar so sagen. Also das ist nicht so, ich werde Hundetrainer und ich werde reich. Nee, ich werde Hundetrainer, ich acker den ganzen Tag, ich mache mich kaputt, meine Knie sind kaputt und ich gucke, dass ich irgendwie über die Runden komme. Das ist so eher der Satz, den man sich merken sollte. Von daher, viele sagen dann, okay, pass auf, ich mache Hundetraining, ich mache das an 3 Tagen die Woche und habe irgendwo so eine Nebenstelle noch so 20, 25 Stunden oder so. Das klappt wobei sehr vielen sehr gut. Und ich würde sagen, so ungefähr ein Drittel der Hundeschulen kann nicht davon leben, ohne sich irgendwas dazu zu holen, wenn nicht sogar die Hälfte. Okay. Dann spannend, die nächste Frage, weil du hast jetzt schon gesagt, es ist schwer davon alleine zu leben. Gab es Abstriche, die du zugunsten deiner Selbstständigkeit verzeichnen musstest? Also weniger Geld für Freizeitaktivitäten, weniger Zeit für Freunde. Ist meine Frau noch im Chat? Ich habe sie ja rufen hören, ihr habt es nicht gehört, ne? Ihr Mikrofon ist nicht an. Also ich weiß, dass Christine eigentlich nicht groß was sagen wollte, aber vielleicht möchte sie dazu was sagen. Kommst du jetzt hierher? Nein? Achso, sie geht gerade an ihren PC. Also, die Christine kann da ein bisschen was zu sagen. Also, ich habe ja die Ausbildung gemacht,
Und ihr werdet das wissen, das ist hauptsächlich am Wochenende. Der größte Abstrich war tatsächlich Zeit. Also wir waren lange schon zusammen. Aber ich kenne sehr, sehr viele Beziehungen und Ehen, die daran gescheitert sind. Weil du bist jedes Wochenende weg. Wenn du eine gute Ausbildung machst, bist du über 2 Jahre lang jedes Wochenende weg. Mhm. Ja, also eigentlich waren es 3 Jahre und er war wirklich jedes Wochenende weg. Entweder auf Seminare oder da sein Ausbilder gesagt hat, komm, wann immer du Zeit und Lust hast, ist er immer, wenn er Zeit und Lust hatte, hingefahren. Also quasi immer. Immer, also jeden Tag. Also ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Also Christine hat mich ganz lange nicht gesehen und das war tatsächlich auch eine etwas schwierigere Zeit. Wir haben uns halt gesagt, okay, die Zeit muss sie mir jetzt geben und danach gebe ich ihr die Zeit wieder zurück, irgendwie, wenn es geht. Ich kenne viele, die daran gescheitert sind, weil du bist auf einmal in einer neuen Welt. Vorher warst du Büroangestellte, in Anführungsstrichen, und hast irgendwo irgendwie Akten sortiert oder was beim Steuerberater. Und jetzt bist du auf einmal den ganzen Tag draußen mit Leuten, die sich im Matsch wälzen, um mit ihrem Hund Spaß zu haben. Das ist ein neues Leben. Und auf einmal wandelt sich vieles. Und unsere Zeit ist sehr, sehr wenig geworden. Also wir haben uns ganz, ganz oft nicht viel gesehen. Dann war es eine Zeit lang besser. Und jetzt ist es wieder so, dass wir uns relativ wenig sehen. Weil Christine halt super viel arbeitet im Moment. Und ich versuche irgendwie so mehrere Bausteine noch zusammenzurücken. Ja. Am Geld hat es uns nicht gemangelt wegen der Bundeswehrgeschichte. Und weil Christine halt auch noch einen Job hatte, der uns geholfen hat. Und weniger Zeit für Freunde. Es gibt jetzt einen völlig neuen Freundeskreis. Also, ich habe es ja eben schon gesagt, Christine und ich haben uns jetzt über das Internet kennengelernt. Das heißt, die meisten unserer Freunde kannten wir immer noch übers Internet und hatten Kontakt mit denen und haben mit denen irgendwie gezockt oder so. Wir waren so richtige Kellerkinder und Zockerkinder. Das muss man leider so sagen. Dafür haben wir uns ganz gut gemacht, also Christine zumindest. aber irgendwann hatte ich dann neue Freunde. Also Bekannte, mit die gleiche Jobs machen oder mein jetzt bester Freund, die haben sich mittlerweile leider getrennt, die beiden, aber mein jetzt bester Freund und seine damalige Frau, die waren sehr gute Freunde, wohnten bei uns gegenüber, der stand immer mit seinem Hund hier unterm Baum und hat gewartet, dass der pinkelt und da habe ich ihn drauf angesprochen, oder er mich, wieso das nicht funktioniert und irgendwie sind wir so dann Freunde geworden. Ja. So hat sich das halt ergeben, aber die Zeit ist das, was euch am meisten fehlen wird, gerade dann, wenn ihr nicht das Gleiche macht. Ja, also wenn ihr nicht die gleiche Ausbildung macht. Und dann gab es auch immer noch so Sachen, das wird Christine beschreiben können, dass sie dann immer, ich bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, boah, es war so geil, aber ich konnte halt nie viel erzählen. Oder ich habe immer das erzählt, was die Christine hat, der bei dem ich Ausbildung gemacht habe, den hat Christine eine Zeit lang, muss sie den für einen furchtbaren Menschen gehalten haben. Oder? Ich habe Angst vor dem. Sie hat Angst vor dem. Ja, ich habe den, glaube ich, jetzt 4-mal getroffen und er war 4-mal furchtbar nett und freundlich und das passt absolut gar nicht zu dem Bild, was ich von diesem Mann im Kopf habe. Er hat mir immer nur die ganz krassen Sachen erzählt. Ne? Krasse Trainingsmethoden, krass, wie er mit seinen Auszubildenden umgegangen sind, so heftige Sachen, die im Training passiert sind. Ja, was auch klar ist, ne? Weil du bist ein Wochenende weg oder 4-5 Tage weg. Meistens waren das lange Wochenenden. Da erzählst du ja nicht, ja, heute haben wir 2 Hunde geklickert und die können jetzt Sitz. Nee, da erzählst du... Jetzt hört man leider gerade nicht. Oh, warte. Besser? Hallo? Ja. Hört man mich jetzt wieder? Ja. Ja, jetzt hören wir. Ja, also... es ist auch klar, also man ist 4-5 Tage weg, weil das meistens so lange Wochenenden waren und dann gehst du ja nicht hin und sagst, boah, heute haben wir wieder einen Hund geklickert und der kann jetzt Sitz und zwar voll schön, sondern du hast dann so immer diese, gerade im ersten Jahr ging es nur um Grundlagen bei uns, deshalb habe ich mich für diese Ausbildung damals entschieden. Es war 1 Jahr Grundlagen, 1 Jahr Hundesport, 1 Jahr Angst und Aggression und das Angst- und Aggressionsjahr, das war live, also der hat halt Hunde gekriegt, die eingeschläfert werden sollten, die wirklich die allerletzte Chance hatten und wo du wirklich gesehen hast, alter Falter, da geht richtig die Luzi ab. Wenn du jetzt einen Fehler machst, ist dein Finger weg oder noch Schlimmeres. Und der ist in den 3 Jahren, die ich da war, ist der mehrfach gebissen worden und der war auch mal richtig schwer verletzt und all solche Sachen. Und natürlich erzählst du sowas, ne? Oder wenn du dann so einen Hund hast, der gar nicht ins Platz gehen will und die Besitzer sind so richtig, richtig stur und bestehen so auf ganz gewisse Dinge und wie er dann gesagt hat, okay, dann wir können es auch so machen und wo du dann gedacht hast, ja, ist das so schön? Von daher habe ich natürlich immer die Dinge erzählt, die
eher so ab von dem Normalen sind. Weil Christine kannte das Normale auch aus dem Fernsehen. Ne? Das klingt jetzt total, also das dürfte nicht falsch verstehen, da ist nichts irgendwie Schlimmes passiert. Aber wenn ich dann gesagt habe, ja, also was zum Beispiel, ja, der ist ins Bein gebissen worden, da hat er dem eine geknallt. Sag ich jetzt mal so ganz salopp, ne? Nicht, dass das jetzt passiert wäre, aber so ganz salopp, der hat dem dann eine geknallt. Das sind natürlich dann so Dinge, die erstmal, wenn man nicht dabei war, sich echt heftig anhören. Wenn du dann aber siehst, dass der, der ihm ins Bein gebissen hat, als Beispiel ein riesen Rottweiler war und der hat ihm mit der Hand auf den Arsch gehauen, dann ist das Ganze auch wieder relativ. Also, ja, also es war schwierig, im gleichen Thema zu sein. Und ich habe vor allem gemerkt, weil Christine natürlich Bücher hat die gelesen ohne Ende, Fernsehen hat sie geguckt ohne Ende und ich kam immer wieder und habe gesagt, boah, wir haben das ganz anders gemacht. Wir haben das auch so gemacht oder wir können das auch so machen. Und sie hat immer gesagt, ja, aber warum? Sie hat das halt immer hinterfragt und immer hinterfragt, warum? Und diese Fragen kriege ich bis heute noch ganz oft gestellt und diese Fragen stellen sich auch ganz viele Kollegen von mir bis heute noch ganz oft. Also ja, wir waren ganz lange nicht auf dem gleichen Nenner, was das angeht, ja. Ja, ich kam noch so aus der Pferdeausbildung und war da gerade so ein bisschen umgeschwenkt auf positives Training und Klickertraining. Und dann ist es natürlich schwer, das Thema Korrektur wieder unter einen Hut zu bringen, weil in der Pferdewelt ja sehr viel auch getreten, geschlagen und gezwungen wird. Mhm. Ja. Ja, doch, also uns geht's ähnlich. Ich hinterfrage auch vieles beim Philipp. Und muss man auch. Ja. Wo macht Philipp die Ausbildung? Immer alles gefühlt. Kennst du Zima und Falke? Ja, kenne ich. Ist eine der drei, die ich empfehlen kann. Ist aber leider Gottes nur auf Platz 3. Was aber überhaupt nichts heißt. Ich bin jetzt dann schon eher zufrieden, muss ich sagen. Ja, und wir haben ja eben, wie eingangs erzählt, zusammen im Hundeverein angefangen. Und dann hatten wir ja quasi das gleiche Wissen. Jetzt ist er in die Ausbildung gegangen und hat natürlich viel, viel mehr Input und frisst Sachbücher förmlich auf. Also in dem Tempo kann ich gar nicht lesen und gar nicht verstehen. Und jetzt merkt man halt so mal ein bisschen, ja, okay, er ist einfach auf einem ganz anderen Stand. Ich verstehe manches nicht oder verstehe es nicht, warum man es jetzt so macht oder eben anders macht, als ich es quasi kenne. Und vorher hat man sich immer unterhalten auf gleicher Ebene, wenn man das jetzt mal so nennen mag. Ja. Und es war am Anfang für mich ganz schwer, weil man sich immer ein bisschen so, ja, wie zurückgelassen gefühlt hat, also, weil ich auf einmal nicht mehr verstanden habe, warum man manches jetzt anders macht. Genau, und das war bei Christine und mir auch der Fall. Ich habe ihr dann immer versucht zu erklären und zu sagen, ja und so. Und jetzt waren, also die beiden haben das eben gesagt, für die, die jetzt neu im Chat sind, dass sie in einem Jagdhundeverein waren, ne? Also da in der Jagdhundeausbildung, Tagchef, geht die Welt noch ganz anders zu. Also das kann ich... Da habe ich so ein paar Live-Beispiele gerade. Ne? Also wenn mit Jagdhunden gearbeitet wird, da gibt es richtig ganz schlimme Sachen und bis hin zu ganz modernem Training ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Und wenn man dann in so einer Gedankenblase aufwächst und immer diese Themen hat, immer diese Aufbauten hat und jetzt kommt einer und sagt, boah, der hat das ganz anders gemacht, dann steht man da und sagt, hä, aber wir haben das doch so gelernt. Ja? Ein klassisches Beispiel. Ein klassisches Beispiel, das Christine hatte. Ich habe das in dem letzten Stream mal erklärt. Wenn ich jetzt möchte, dass ihr etwas lernt, sagen wir jetzt mal, ihr Zuhörer seid ein Hund. Ihr heißt Hasso. Und ich möchte jetzt, dass Hasso Sitz lernt. So, dann kann ich immer, wenn Hasso sitzt, ihm einen Keks geben. Also es gibt ein positives Feedback für das richtige Verhalten. In der Hoffnung, dass Hasso sagt, boah, das lohnt sich, ich mache das öfter. Ja, ich vereinfache das jetzt ganz, ganz einfach. Ich könnte aber auch hingehen und kann das genaue Gegenteil machen. Immer wenn Hasso nicht sitzt macht, kriegt er einen riesen Anschiss und einen riesen Stunk. Wenn der steht, kriegt er Ärger, wenn der liegt, kriegt er Ärger. So lange, bis der feststellt, boah, wenn ich keinen Ärger haben will, muss ich eigentlich nur sitzen bleiben. Das führt auch dazu, dass der häufiger sitzt. Und in ganz vielen Ausbildungsinstituten ist ausschließlich der erste beschriebene Weg der richtige. Ja, es wird immer gesagt, du musst alles positiv erreichen. Und das ist leider Gottes nicht realistisch. Denn es gibt so viele Hunde, denen ich auch mal sagen muss, jetzt reicht's, das geht so nicht. Und das ist in meinem, in den jetzt 8 Jahre, die ich das mache, ist das jeden Monat, jeden Tag, wenn ich da bin, habe ich immer einen Hund, wo ich mal sagen muss, nee, so geht's nicht. Wenn der für Leckerchen nicht mitmacht, muss er trotzdem, irgendwann sonst wird's nicht besser. Und
Das wird halt das sein, was auf euch dazugekommen ist. Egal in welcher, von welcher Variante jetzt auf welche, aber es kommt auf einmal ein komplett neuer Input und man muss sich das komplett neutral anschauen, um zu verstehen, ja klar, das funktioniert auch. Das macht Sinn. Ja? Also das kann ich euch als Tipp geben. Immer dann, wenn ich etwas Neues höre, versuche ich ein alltägliches Beispiel dazu finden. Und wenn ich ein gutes Beispiel finde, dann ist es auch immer genau das, was ich meinen Kunden sage. Zum Beispiel, wenn wir zu schnell fahren, gibt's Knöllchen. Das kostet Geld, Geld tut weh, wenn's richtig scheiße läuft, gehst du irgendwann zu Fuß, das willst du erst recht nicht, also wirst du irgendwann nicht mehr so oft zu schnell fahren. Das funktioniert aber nur dann, wenn du jedes Mal, wenn du zu schnell fährst, auch ein Knöllchen kriegst. Wenn du tausendmal damit durchkommst und tausend und erste Mal wirst du nur geblitzt, dann ist das nicht, das keiner ernst. Das kann also funktionieren, aber es kommt auf viele Faktoren an. Das gleiche ist der Fall, wenn du sagst, jedes Mal, wenn du nicht zu schnell fährst, kriegst du einen Bonuspunkt. Und wenn du 1000 Bonuspunkte hast, kannst du einmal umsonst tanken. Das funktioniert auch. Du wirst auch nicht zu schnell fahren, weil du sparst dir das Tankgeld. Oder du kriegst Strauß Blumen oder so. Aber auch das funktioniert nur dann, wenn es wirklich jedes Mal durchgezogen wird. Und das ist eben die Krux. Konsequent zu sein und sauber und konsequent und stringent und strukturiert zu arbeiten, ist egal, wie man anfängt, immer der wichtigste Punkt. Und dann, wenn man ein Beispiel findet aus dem Alltag, wo man sich das selbst versucht zu erklären, wird man doch oft feststellen, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Und das ist der Punkt, an dem ihr jetzt wahrscheinlich gerade seid. Ja. Denke ich zumindest. Also ihr meine ich jetzt Philipp und Nina. Wir haben jetzt den Schluss überhaupt nicht mehr verstanden, Dirk. Weil das Mikrofon aus war, oder was? Ja, wir haben dich ganz wenig gehört. Also du hast das letzte, was wir noch gehört haben, ist, und ihr seid jetzt gerade an dem Punkt. Ach so, ja, dann ist es so. Keine Ahnung. Das ist also, ein Punkt. Ihr werdet euren eigenen Weg finden müssen, der irgendwo dazwischen liegt. Ja. Also als abschließender Ratschlag, verschließt euch nicht vor anderen Optionen. Versucht immer alle Optionen in Betracht zu ziehen. Ihr werdet immer irgendwann sagen, okay, das ist der eine Hund, der muss ohne Leckerchen erzogen werden. Irgendwann kommt das. Ja. Und das ist der Punkt, das ist der Grund, warum ich dahin gegangen bin, wo ich hingegangen bin, weil der von Anfang an gesagt hat, es gibt hier kein 0815-Training. Wir werden nicht alles gleich machen. Wir beiden bei dem einen Hund so arbeiten, bei dem anderen Hund so. Ja. Und das ist der Punkt, warum ich gesagt habe, da will ich hin. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, bei Zimmer und Falke, ich kann das jetzt nur sagen, wie ich mich damals informiert habe. Das war eine der Adressen, wo ich hingegangen wäre, wenn ich nichts Besseres gefunden hätte, jetzt mit da, wo ich war. Aber damals waren die sehr geradlinig. Also die haben selbst selten auf die andere Seite des Zaunes geguckt. Es gab halt immer einen Plan A oder Plan B. Das sieht man auch in den Büchern von denen. Ist aber trotzdem eine sehr, sehr gute Ausbildung. Und bis heute kann sich das natürlich total geändert haben. Denn alles, was ich jetzt sage, ist mit der Information von vor 7, 8 Jahren. Ja? Vor 7, 8 Jahren ist Martin Rütter den ganzen Tag eine Stunde lang jeden Samstag mit einem Leckerchenbeutel durchs Fernsehen gelaufen und hat den geworfen. Der hat alles mit dem Leckerchenbeutel gelöst. Heute geht er hin, schmeißt Sachen nach den Hunden, macht die nass. Heute hat der festgestellt, Mensch, jetzt kann man das auch mal langsam wieder anders machen, weil das geht halt nicht immer nur mit dem Leckerchenbeutel. Ja, ja okay. Genau. Also ich muss tatsächlich inzwischen sagen, in der Ausbildung, wir haben schon viele Lösungswege für verschiedene Problematiken oder mal, wenn mal keine Problematik da war, sondern einfach für einen neuen Lernstoff mitbekommen. Aber was uns auch ans Herz gelegt worden ist für die Prüfung bei Zimmer und Falke selbst, weil du kannst bei dem Schulungsunternehmen selbst eine Prüfung machen, die dann, wenn es gut läuft, bei dem Veterinärsamt anerkannt wird. Und wenn es schlecht läuft, eben nicht. Sind wir auch darauf vorbereitet worden, dass eben Prüfungsinhalt ist, ja, überleg dir mal lieber eine Variation, weil ich kann der Prüfer durchaus fragen, wenn du Variante XY benutzt hast, zeig mir aber was anderes. Und dann nach der zweiten Variante kann es wieder sein, dass er sagt, zeig mir aber was anderes. Ja, und dann ist es gut. Dann haben die sich da auch deutlich weiterentwickelt. Das ist sehr, sehr gut. Also, ja, Punkt. Was soll ich sagen? Machen wir weiter mit den Fragen. Jawohl. Genau. Ist wieder eine relativ breit gestreute Frage. Rückwirkend, was würdest du am Start wieder so machen und was nicht? Habt ihr noch eine Stunde Zeit? Also müsst mal verzeihen, dass ich mich ab und zu umdrehe. Ich mache mir gerade noch einen Kaffee. Ich würde alles genauso wieder machen. Ich würde nichts ändern. Ja. Weil es klingt total doof. Es ist für mich einfach aufgegangen. Ich bin
eine der größten Hundeschulen hier. Ich glaube, dass ich eine gute Ausbildung hatte. Es gab so ein paar Sachen, wo ich sage, ach scheiße, ey, bei dem Hund hättest du es doch anders machen müssen im Nachhinein. Ich habe in der Ausbildung einen Satz gelernt. Du wirst nicht drum rumkommen, Hunde zu versauen. Das ist so. Ich habe mit Hunden gearbeitet, wo ich gedacht habe, wir machen es so. Und am Ende habe ich gedacht, fuck, das ist richtig in die Hose gegangen. Das ist einfach so, weil du kannst dem nicht hinter den Kopf gucken. Ne? Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, boah, ich hätte da gerne lieber direkt diesen Weg gewählt, nicht erst noch 5 andere probiert. Oder ich hätte ihn gleich lieber direkt gesagt, bitte geht woanders hin, das klappt nicht oder was auch immer. Aber so im Aufbau, ich war davon überzeugt und bin bis heute davon überzeugt, deshalb vertrete ich bis heute nach außen, dass ich es so mache, weil ich es so mache. Und die Meilensteine, ich habe halt immer nur geguckt, kann ich davon leben, können wir noch einen Kurs anbieten, kriegen wir es noch ein bisschen besser hin. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich will so und so viele Kunden haben bis 2017 oder so. Ich wollte einfach nur bis zum Ende der Zeit, die ich von der Bundeswehr unterstützt wurde, einen Übergang haben, wo ich sagen kann, jawohl, ich muss jetzt nicht zum Amt rennen und Stütze mit antragen. Das war so der Punkt. Muss mich mal umdrehen, meinen Kaffee fertig machen. Aber ihr könnt weiter, fragt ruhig weiter. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, da ging es so ein bisschen um Einkommen, auch wie jetzt gerade so ein bisschen wieder. Meintest du, die Huta stemmt relativ viel? Ja. Jetzt ist ja hier die Frage, welcher Anteil würdest du grob, Pi mal Daumen schätzen, macht die Huta aus und wie viel die Hundeschule? Sekunde, hört man mich? Vereinzelt, ja. So, jetzt aber. Jetzt aber, ja. Ja, jetzt hört ihr nur noch kurz die Kaffeemaschine. Ich flippe mal auf die andere Strafe. Dingensbums. Also ich kann jetzt nicht sagen, prozentual ist die Huta so und so viel und die Hundeschule so und so viel. Das hat zwei Gründe. Wir sahen relativ schnell an dem Punkt gewesen, wo es für mich nicht mehr möglich war, das wirklich sauber zu überblicken und wo ich einfach auf externe Hilfe, in dem Fall Steuerberater, angewiesen bin. Ja, ich kann dir sagen, dass beides läuft und dass wir davon leben können. Das ist auf jeden Fall. Und dass die Huta einfach mehr Input bringt als die Hundeschule, das auch. Aber man muss das natürlich immer in Relation sehen. Die Huta heißt, jeden Tag 13 Stunden Arbeit, ich brauche eine Menge Mitarbeiter, ich habe einen irrsinnigen Aufwand. Die Hundeschule ist halt ich und eine Stunde und 10 Kunden. Ja, also, ganz kurz. Wenn man das vereinfacht sieht, wenn ich jetzt sage, bei mir zahlt der Kunde, wir nehmen mal ganz gerade Zahlen, 10 Euro in der Stunde und da sind 10 Kunden da. Ich arbeite eine Stunde mit denen, sag danach noch Tschüss, danke, war schön, dass ihr da wart. Bin ich 70 Minuten mit Fahrt, 80 Minuten unterwegs, habe ab 100 Euro verdient. So, sage ich jetzt mal so, es sind nur irgendwelche Zahlen. Das heißt, ich habe 100 Euro verdient. Damit ich 100 Euro in der Hundetagesstätte in der gleichen Zeit verdiene, muss ich eine Menge Hunde da haben. Ja? Der Unterschied ist nur der, die Hundetagesstätte verdient halt am Tag 13 Mal eine Stunde lang diese 100 Euro. Nur um das jetzt im Vergleich zu setzen. Während ich aber nicht jeden Tag 13 Stunden lang mit 10 Kunden auf der Wiese stehen kann und arbeiten kann. Ja, also die Huta hat halt einfach den konstanten, dauerhaften Vorteil, Geld zu erwirtschaften. Jetzt. Ja, während die Hundeschule halt auch mal wie in so einem Monat wie jetzt Februar. Du hast richtig, richtig Pech. Es stürmt ständig, es regnet. Du kannst alle Kurse absagen und hast kein Einkommen. Hast aber trotzdem noch deine Versicherung. Hast aber trotzdem noch deine Mitarbeiter. Also es stützt sich beides gegenseitig. Ich kann jetzt nicht sagen, du musst es so oder so machen. Ja? Und weil jetzt auch ganz viele immer gesagt haben, ja, YouTube, du kriegst ja über die Werbung Geld und so und hier Videos und mach doch mal das und mach doch noch mal einen Rassecheck. So ein Video, so ein 15-minütiges Video zum Beispiel, an dem ich da eine Stunde lang arbeite, also mit aufnehmen und schneiden und so, sind das 2 Stunden. Das verdient mir in einem Jahr keine 5 Euro. Ja, also nur damit ihr mal so ungefähr eine Ahnung habt, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache das auch nicht für den E-Fame oder so, ich will nicht der nächste Martin Rütter werden, ich mache das, weil ich Spaß dran habe, damit ich auch mal was anderes wieder mache in dem Bereich vorher, weil ich gerne am Computer sitze. Weil wenn ich nicht Videos mache, sitze ich sonst hier und spiele wieder irgendwelche scheiß Spiele. Ich kenne mich halt. Ja? Also die beiden, oder sagen wir es anders, die Hundeschule könnte ohne die Huta laufen,
aber dann hätte ich weniger Angestellte. Die Huta könnte ohne die Hundeschule anlaufen und dann hätte ich auch weniger Angestellte. Ich könnte in der Hundeschule das Ganze selber machen, müsste weniger Zeit investieren, um das Gleiche zu erreichen wie in der Huta. Ja. Ich habe in der Huta ganz lange mit wenigen Hunden, das ist ja nicht so, dass wir von jetzt auf gleich 50 Hunde hatten. Ne? Wir haben ganz lange 5, 6, 10 Hunde gehabt. Als ich die Christine eingestellt habe, wie lange ist das her? Schatz, bist du überhaupt da? 3 Jahre ist das her, da haben wir 15 Hunde gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, pass auf, wir machen eine neue Seite, wir machen Werbung und auf einmal kamen die Leute und dann aus der Hundeschule habe ich gesagt, hey, die Huta wäre was für dich und auf einmal war die Rappel voll und jetzt müssen wir sagen, nee, wir nehmen nicht mehr und Warteliste machen wir auch nicht mehr, da stehen schon 10 und das dauert mindestens ein Jahr und so. Das ist nicht der Normalfall. Ne? Also auch da haben wir lange draufgezahlt. Ich habe lange für meine Mitarbeiter draufgezahlt, sehr, 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 sehr lange. Und das konnte ich nur, weil ich finanziell durch die Bundeswehr abgesichert war. Ja? Und bis heute, die Anzahl der Mitarbeiter, die ich in der Hundeschule habe, bis heute, ist zu hoch. Wenn ich nicht die Huta hätte, könnte ich nicht so viele Mitarbeiter haben. Utopisch. Dann könnte ich nicht mal einem Mitarbeiter so viele Stunden geben, wie er jetzt hat. Ja? Also es geht beides in meiner Konstellation nur beides miteinander. Und es gibt mir beides die Freiheit, weil ich sehr gute Mitarbeiter habe. Das ist egal wer. Die haben alle ihr Recht, bei mir zu sein, weil die, die es nicht haben, die sind längst wieder weg. Ja, die haben halt das Praktikum nicht geschafft. Ich habe sehr gute Mitarbeiter und ich kann auch mal ausfallen und die wuppen das irgendwie. Also als ich habe mich am Knie verletzt, bin operiert worden, konnte 3 Monate nicht laufen. Die Alina hat damals als 450-Euro-Kraft 3 Monate meine Hundeschule geschmissen. Ja, also ich weiß nicht, ob sie da noch 450-Euro-Kraft war, aber es war noch nicht so lange. Da war die, war die 23 oder 24. Du wirst dich schwer tun, solche Mitarbeiter zu finden. Die Alina hat aber auch die gleiche Ausbildung gemacht wie ich damals noch. Also schwierig. Ja. Die meisten Hundeschulen können davon nicht leben, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ich habe das Glück, dass ich die Huta habe und wir können nur deshalb davon leben und ich kann nur deshalb die Christine einstellen und nur deshalb kommt die Christine mit einsteigen, weil wir die Huta haben. Nach Christine warst du weg. Also ich habe gesagt, ich kann nur deshalb die Christine einstellen und konnte nur deshalb, konnte die Christine mit in die Hundetagesstätte einsteigen, weil wir davon überzeugt waren, dass wir in Köln mit so einem Konzept sehr erfolgreich sein können. Das mag im hintersten Pusemuckel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Bayern im Wald eben nicht funktionieren. Weil da hat jeder Platz genug für seinen Hund und einen riesen Zaungarten und weiß ja gar nicht was. Ja. Insgesamt macht die Huta ein bisschen mehr, aber ist auch viel mehr Arbeit. Viel, viel, viel mehr Arbeit. Viel Putzen. Viel Putzen, ja. Vor allem auch die Zeit. Unterschätzt das mal nicht. Ich habe das erste Jahr in der Huta mit 10 Hunden jeden Tag 13 Stunden gearbeitet. Ja. Und am Wochenende die Hundeschule. Da war ich mit der Ausbildung fast schon fertig, gab nur noch vereinzelte Seminare. Du hast die Hälfte der Woche 13 Stunden gearbeitet, die andere Hälfte war darum Peter. Nee, als ich sie übernommen habe, nicht mehr. Also die Arbeitstage waren irre lange. Ja? Ich hab 13 Stunden montags gemacht, freitags, du bist halt um 6 Uhr da, dann machst du um 7 Uhr auf, bist um 20 Uhr fertig, bist um 21 zu Hause. Ich habe nicht mal mehr was gegessen. Ich habe noch gesagt, hi, und bin im Stehen eingeschlafen. Das war ganz lange so, ja. Gut, nächste Frage. Genau, du hast schon gerade von deinen Angestellten gesprochen. Jetzt steht hier, wenn du Verstärkung brauchst, würdest du selbst deine Hundetrainer ausbilden? Wenn ja, wie lange meinst du, würde die Ausbildung dauern? Welche Anforderungen hast du an Hundetrainer, die du einstellst? Das können wir ganz kurz beantworten. Erstens, ich würde nicht ausbilden. Also selbst wenn ich würde schon gerne, weil die machen ja bei mir Praktikum und alle, die jetzt bei mir angestellt sind, lernen was dazu, aber die haben die Ausbildung woanders gemacht. Aber ich könnte nicht ausbilden, weil es nicht anerkannt werden würde von den meisten Kommunen. Und das ist eben genau das Problem. Man muss seine Kommune fragen, was die anerkennen und damit muss man arbeiten. Und meine Anforderung an Mitarbeiter ist, ich will zuverlässige Mitarbeiter haben, wo ich sehe, dass die Potenzial haben, das umzusetzen, was ich von denen erwarte. Ich hatte ganz viele Leute, die bei uns Praktikum gemacht haben, die Ausbildung irgendwo gemacht haben, wo ich gesagt habe, nee, ist ganz schlimm, ganz schlimm. Die stehen daneben, werden sich zwei Hunde die ganze Zeit anstarren und bedrohen und die glauben, dass die gleich miteinander spielen, die kannst du nicht gebrauchen. Ja, also das ist so ein Bauchgefühl. Ich habe auch, als wir ausgeschrieben haben, nach einem neuen Mitarbeiter, habe ich so Testfragen reingebracht, so per Google Documents. Und wenn da schon nur ausschließlich in Anführungsstrichen Wattebausch-Antworten kamen, habe ich die gar nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Sage ich ganz klar so. Wer gesagt hat, da muss man gucken mit dem so, da habe ich gesagt, können wir uns anschauen. Und da waren ein paar gute dabei, ein paar, die ich übernommen hätte und ein paar, die ich auch nicht übernommen habe, wo ich gesagt habe, sorry, das macht keinen Sinn. Danke, dass du da warst, kriegst gerne ein Zeugnis und nächster. Aber ausbilden kann ich nicht.
Ja. Letzten Endes ist es aber dann doch so, dass die ihre theoretische Ausbildung mit ja relativ wenig Praxisstunden irgendwo machen und dann trotzdem vom Dirk für die praktischen Sachen quasi neu ausgebildet werden. Ja. A, natürlich, damit sie auf dem gleichen Zug fahren wie er. Ja. Und B, weil einfach die meisten Ausbildungen kaum Praxis enthalten. Ja. Also so ein Jahr braucht er schon, um jemanden anzulernen. Oh ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein großer Unterschied zwischen Huta und Hundeschule. Weißt du, weil in der Huta sind immer die gleichen Hunde. Mhm. Ja, als Beispiel, die letzten beiden, die ich eingestellt habe, waren Hanna und Lars. So, ich glaube, Lars ist vielleicht sogar noch im Chat, weiß ich nicht. Die habe ich eingestellt, weil meine Mitarbeiterin, mit der ich sehr zufrieden war, gesagt hat, du, ich habe jetzt Bock auf Mutti und ich bin erstmal nicht da. So, und dann hat die halt ein Kind gekriegt und ich musste mir Ersatz suchen und dann habe ich halt geschaut und habe so 5, 6, 7 mir angeguckt und habe gesagt, bei den beiden sehe ich die Möglichkeit, dass das klappen kann. Und bis heute haben die Dinge, wo ich sage, wow, das klappt super. Und bis heute haben die Dinge, wo ich sage, mein Gott, warum machst du das denn jetzt schon wieder? Wer hat dir das denn erklärt? Das habe ich dir doch nicht erklärt. Und das liegt einfach daran, weil die eine andere Ausbildung haben. Nicht, weil ich jetzt sage, das, was die sagen, ist falsch. Ne? Also nicht falsch verstehen. Nicht, wenn die jetzt sagen, mach das so und so, sage ich nicht, nee, das ist falsch, sondern ich sage, ich möchte das nicht so haben, weil ich davon überzeugt bin, dass was anderes besser ist. Das ist eine andere Geschichte. Ja? Die würden auch noch auf ihrem Weg A das Ziel erreichen, aber ich will, dass wir Weg B gehen, weil das meine Hundeschule ist und weil das meine Mitarbeiter sind. Ja. Und da sind auch ganz, ganz viele Dinge, die in der Ausbildung hatten, wo ich direkt von Anfang an gesagt habe, du wirst feststellen, dass das nicht hilft. Und du wirst feststellen, dass das nicht gut ist. Du wirst feststellen, dass deine Ausbildung hier und da Lücken hat. Und das liegt einfach daran, weil die so kleine Ausbildungsinstitute genommen haben. Das passiert dir bei Zima und Falke sicherlich nicht. Ja, da wirst du sehr, sehr viel Input kriegen und wirst ganz, ganz viel von mitnehmen. Aber auch du wirst, wenn du dann Praxis machst, wirst du feststellen, oh, in der Praxis läuft immer noch mal ein bisschen anders. Aber das ist in jedem Beruf so. Ja. Ja. Wenn du als Kfz-Mechatroniker lernst, du musst den Motor von oben öffnen und dann stehst du vor dem scheiß Skoda und kommst von oben gar nicht ran, ja, dann musst du halt von unten. Fertig. Das ist halt einfach so. Ja. Ja. Gut. Ich mach euch gern den Content. So, nächste Frage. Also das ging jetzt gerade in den Chat. Hallo an alle, die dazugekommen sind. Ich mache gerne den Content, möchte euch nicht bedanken. Gut, eine Frage, die wir so ein bisschen am Rande schon geklärt hatten. Ich glaube, die können wir auch relativ schnell abfrühstücken. Ja, definitiv. Zu uns hat mal ein Trainer gesagt, Hundetrainer werden macht einsam. Jetzt hatten wir ja schon gerade geklärt, ja, das stimmt so erstmal nicht, aber es verschiebt den Freundeskreis einfach in eine andere Richtung. Ja, ja, aber es stimmt trotzdem. Also, selbst wenn eure Beziehung darunter nicht leidet, was ich jetzt davon gehe ich mal aus, weil ihr wollt ja was zusammen aufbauen, aber bei vielen ist das so. Aber du hast noch ein ganz anderes Problem. Überleg mal, wann du als Hundetrainer arbeitest und alle anderen frei haben. Weil du musst immer dann arbeiten, wenn die nicht Hundetrainer sind, halt die Zeit haben, zu dir zu kommen, weil sie nicht arbeiten. Das heißt, du arbeitest am Wochenende, du arbeitest abends, du arbeitest an Feiertagen. Wenn die anderen sagen, hey, ich hab Bock auf Disco heute und wollen wir nicht nach Tralala fahren, uns volllaufen lassen und du sagst, ja, am nächsten Morgen muss ich aber um 9 Uhr sonntags auf dem Platz stehen und gucken, dass meine Kunden am nächsten Tag auch noch gerne zu mir kommen. Das ist halt das Problem. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so, dein Freundeskreis verschiebt sich und einsam würde ich nicht sagen, das ist ein bisschen hart ausgedrückt. Mir war das immer egal. Ich war eh schon so ein Eigenbrötler. Wie gesagt, Computerkind. Ich kann meine Leute über Computer anschreiben. Früher war das auch schon so. Aber du kriegst einen anderen Freundeskreis, das definitiv. Also es ist schwer, zumindest den eigenländischen Freundeskreis zu erhalten. Selbst einer unserer Praktikanten, der jetzt letztens da war, der Arim, war vielleicht in dem einen oder anderen Video mal zu sehen, der hat auch schon gesagt, das ist ultra schwierig. Also wenn seine Kumpels saufen gehen wollen, dann ist er halt Praktikum in der Hundeschule machen. Das geht halt nicht. Ja. Ja, hat derjenige, der euch das gesagt hat, in gewissen Teilen recht. Nicht ganz so krass, aber ja. Ja, aber ich muss sagen, wir sehen das trotzdem für uns als Weg. Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzt. Ja. Und tatsächlich, apropos Kellerkind, sitzen auch wir gerade im Keller. Ja. Vor meinen drei Bildschirmen. Ja. Ja, also, ja gut, das ist jetzt auch heute ja nichts Schlimmes mehr. Ne? Also alle, die jetzt hier, jetzt mal im Ernst, wir haben 130 Leute im Chat, die sich anhören, wie wir uns über das Thema Hundetrainer werden unterhalten können. Ist weg. Ah! Nochmal. 130 Leute? Wir haben 130 Leute im Chat, die alle sich gerade einen Stream angucken, um herauszufinden, wie man Hundetrainer wird. Ja, also ja. Sonntagabend. Das auf einen Sonntagabend um 7:45.
Ja, früher hätten wir da bald den Tatort geguckt oder mit der Familie gegessen. Ist also nicht mehr so ungewöhnlich, ne? Also es hat sich ja vieles verändert. Und ich glaube auch, dass eben das, diese Änderung in der Gesellschaft, das ist, was wir im Training und in unserer Dienstleistung, egal ob du Hundetrainer oder irgendwas anderes wirst, machen müssen. Ja? Also, wie sage ich das jetzt? Es ist nur von Vorteil, wie wir beide Kellerkind zu sein, selbst wenn wir Hundetrainer werden wollen, weil unsere Kellerkind-Skills können wir nutzen. Das, was ich bei YouTube mache, nutze ich jetzt ganz bewusst, um mehr Leute zu erreichen, um zu zeigen, hey Leute, macht euch mal nicht so einen Kopf, ey. Nur weil der als Fünfter geboren ist, ist es kein Leithund. Ja? Und das ist halt sehr wichtig, weil die jetzt, die neuen Kunden bei mir, das sind keine 50-Jährigen oder 60-Jährigen mehr. Mhm. Ja? Die gibt's auch, die dann ankommen und sagen, ich habe schon 30 Jahre Hunde, wissen Sie das? Ja, dann hatten sie drei. Dann hatten sie drei, wenn es hochkommt, vier. Ja. Ich habe in einem Tag 50. Also, und die neuen Kids und die neuen, das neue junge Paar, die sind Anfang 20, Kinder kriegen noch viel zu früh und Beruf und so, aber Hund kann man doch schon mal. Und die sitzen da und gucken sich die Videos an, denen kannst du per WhatsApp was schicken. Wenn sich heute bei mir jemand als Kunde meldet und sagt, ich habe kein Internet, dann schicke ich den weg. Das nicht, ich werde da ganz oft beleidigt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich meine das nicht böse. Ich sage, sie werden sich bei mir nicht halten können. Sie werden nicht dranbleiben können und ich werde sie nicht ständig anrufen. Ach, das ist aber auch keine Dienstleistung. Ne? Aber da muss man halt einfach, also macht das, was eure Skills von vorher waren, macht es zu eurem Benefit, dann habt ihr eine Chance. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ohne Philips technischen Hintergrund würde die Homepage nicht so stehen, wie sie steht. Videos wären nicht realisierbar. Ja. Ich bin da aufgeschmissen. alles, was mit Technik zu tun hat, ist ja zu seinem Leidwesen manchmal Philips Job. Aber wie du schon sagst, man muss sich halt dann nicht für teuer Geld jemanden besorgen, der einem die Homepage aufstellt. Und das kann richtig teuer werden. Ja, ich habe aber auch ganz viele Sachen mir bewusst für teuer Geld geholt. Aber ein anderes Beispiel zum Beispiel. Die Christine war Pferdekind. Ja, also die haben ein Pferd gehabt, die ist mit Pferden aufgewachsen. Ich war Hundekind. Ich hatte einen Hund, bin mit einem Hund aufgewachsen. Aber die Christine hat sich früher als ich schon mit Klickern beschäftigt, schon mit Ernährung beschäftigt für Pferde. Die hat gesagt, hier, Hufeisen kann doch nicht richtig sein, wir machen jetzt Barfuß-Huf-Dingsbums, wie auch immer das alles heißt und so. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das ist doch, da kannst du doch, ich habe weder Bock da drauf, noch habe ich Ahnung davon. Und dann hat sie halt angefangen, sich damit zu beschäftigen. Sie hat Fortbildung gemacht zur Ernährung und so. Und so hat sie halt ihre Skills, die sie vorher hatte, hier mit eingebaut. Und Dinge, die sie aus dem Pferdetraining kennt, von früher, kann sie jetzt umsetzen hier. Ob sie es jetzt als Positives oder Negatives macht, ist erstmal egal. Aber alles, was ich vorher gemacht habe in meinem Leben, egal was es ist, kann ich als Positives oder Negatives Beispiel nutzen, um mich jetzt weiterzuentwickeln. Jedes Buch, Sekunde. Jedes Buch, jede DVD, die ich gucke, gucke ich nicht, um mir was abzugucken, um es genauso zu machen, sondern gucke ich mir, um was abzugucken, um zu sagen, das will ich so machen oder das will ich nicht so machen oder das ist gut oder das ist schlecht oder das würde ich anders tun. Zum Beispiel, Cesar Millan ist so verschrien, total. Und ich kann das super verstehen, weil da ganz viele Sachen macht, die ich nicht gut finde. Aber wenn man das neutral guckt, wenn man versucht, das aus einer Brille zu sehen, um zu lernen, wird man da Dinge finden, die du in keinem Training hier und in keiner Ausbildung hier findest. Der hat mal mit einem tauben Hund gearbeitet, ich habe neben Christine gesessen und auf der Couch und habe gesagt, wie soll denn das funktionieren? Wieso geht das? Und habe ich mich informiert und habe mich eingelesen und es gibt immer Positives herauszuziehen und selbst wenn es nur so ist, zu sagen, so will ich es nicht machen. Ja? Und egal, ob das jetzt Skills von früher waren oder ob ich mir Dinge von anderen angucke und abgucke, ja, mach das ruhig. Wenn er der Computer-Geek ist, dann soll er computern und dafür machst du halt irgendwas anderes. Ja, ist schon vollkommen richtig. Ja, Nina, wir finden schon was für dich, ne? Putzen. In der Huta muss man ganz viel putzen. Das war ein Spaß. Bitte. Ist die Gesine da? Bitte, Gesine, das war ein Spaß. Das war wirklich die Gesine gendert mich gleich an die Wand sonst.
Das war ein Spaß, das war nicht ernst gemeint. Komm, nächste Frage. Alles gut. Zum Thema Huta. Wie klappt es mit so vielen Hunden in der Huta? Hast du Anforderungen an die Hunde, die du bei dir in der Huta aufnimmst? Und wie machst du das mit der Läufigkeit? Also, machen wir ganz einfach. Läufige Hündinnen dürfen nicht kommen. Das liegt daran, weil wir auch unkastrierte Rüden nehmen. Wer läufig ist, muss aussetzen. Ja, und zwar so lange, wenn der Hund aufgehört hat zu bluten, noch 2 Wochen, dann dürfen die wiederkommen, dann gucken wir, wie es läuft. Wenn es scheiße läuft, müsst ihr danach warten. Also was er sagen wollte, wenn der Hund aufgehört hat zu bluten, noch 2 Wochen und danach dürfen die es wiederkommen. Ja. Okay. War mein Ton schon wieder weg? Ja. Was? Ich glaube, du bist in Discord relativ häufig weg, aber der Stream hört dich, deshalb ist das... Ah, okay. Also, läufige Hündinnen dürfen nicht kommen. So, wie das mit so vielen Hunden in der Huta klappt, das klingt jetzt ganz doof, kommt ne? Kommt und schaut. Das klingt ganz doof, das kann ich euch nicht sagen. Also, es gibt so viele Wege nach Rom. Es gibt Hutas, die gucken sich Hunde 2 Tage an und sagen, nee, der ist nicht erziehbar und der kann hier nicht und die schicken ihn wieder nach Hause. Wir versuchen das ein paar Mal, aber, das ist auch wieder der Vorteil, es sind jetzt im Chat auch ein paar meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, und Leute, die lange schon in die Hundeschule kommen, die Abigail Thrashwater zum Beispiel ist die Gesine, die hatte ein Riesenproblem mit ihrem Hund und die war schon lange in der Huta und ist dann später erst ins Hundetraining gekommen und die war vorher bei anderen Hundetrainern und die hätte niemals gedacht, dass sie so weit mit ihrem Hund kommt und das mit relativ wenig Aufwand. Es liegt einfach daran, ich hatte, und das habe ich eben schon so gesagt, ich meine das wirklich ernst, ich hatte eine gute Ausbildung. Und das haben halt leider Gottes viele nicht. Ja, also eure Ausbildung sollte euch viele Wege nach Rom aufzeigen. Egal, wie die Wege sind. Und auch wenn sie nur sagen, das ist auch ein Weg, aber er ist nicht toll, wir nehmen einen anderen. Einfach damit ihr wisst, wie ihr Situationen lösen könnt. Und ohne Grenzen aufzuweisen, klappt es in der Huta nicht. Ja. Wer sich die Illusion macht, dass wir da... Ja, Christine? Ganz wichtig in der Huta ist vor allen Dingen lesen lernen. Ja. Lesen, was die Hunde überhaupt gerade kommunizieren. Dann kann man nämlich ganz, ganz oft schon lange bevor irgendwas passiert, schon eingreifen. Genau. Ne? Und das ist zum Beispiel ein einfaches Ansprechen. Ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt. Wir hatten eine da, die hat eine super namhafte Ausbildung gemacht, aber die hat das nicht gesehen, wenn sich da was angebahnt hat, weil sie vielleicht woanders hingeguckt hat. Nicht jetzt um zu sagen, sie konnte das nicht. Vielleicht war ihr Fokus auch einfach anders. Vielleicht hat sie immer weiter weggeguckt als ich. Ja, als Beispiel. Der Lars zum Beispiel. Wie oft habe ich dem Lars sagen müssen, Lars, guck nicht nach da vorne. Vor dir prügeln sich 2 Hunde oder der eine besteigt den anderen oder. Das braucht, bis man so einen Blick dafür entwickelt. Und ohne Grenzen aufweisen zu können, ist es utopisch 50 Raubtiere in einer Gruppe zu halten. Ja. Utopisch. Mhm. Du musst sagen können, lass das. Du kannst natürlich immer aussortieren und sagen, der passt nicht. Und irgendwann hast du nur Hunde, die zueinander passen. Das ist natürlich möglich. Aber dann hast du die Huta nicht wie wir in 3 Jahren voll. Ja? Und es gibt bis heute Hunde in der Huta, die vertragen sich super. Super. Wenn die vor der Tür sind bei den Besitzern, ist sofort Halligalli. Dann würden die sich sofort an die Kehle gehen wollen, um sich zu prügeln und irgendwas zu diskutieren. Ja? Und ich kann es nicht beschreiben. Aber es kommt jetzt gleich eine Frage, die das ja beantwortet. Wer ein Praktikum bei uns machen will, der darf das gerne machen nach Bewerbung und wenn das passt für uns und zeitlich und wenn wir denken, das ist eine Situation. Und dann sieht man so ein bisschen, wie wir arbeiten. Wir gehen damit ja offen und ehrlich um. Ja, also ich mache ja nicht umsonst die Videos. Also das, aber ich zeige auch in den Videos nicht alles. Also wenn ich da einem hinterher renne und brülle, weil der gerade zum 100. Mal Scheiße gebaut hat, dann tue ich das natürlich nicht im Video. Nicht, weil ich das verstecke. Ich gebe es ja jetzt ordentlich öffentlich zu, aber weil das halt unter anderem auch eine super situative Sache ist und weil es ein Können von mir ist, das halt einfach kann nicht jeder andere. Weißt du? Selbst wenn du es gelernt hast, bist du einfach anders. Die Christine löst Dinge in der Huta ganz anders als ich. Die Christine und die. Genau, die arbeiten einfach anders. Das grundlegende Gedankengut ist das gleiche. Hier wird nicht gerauft, hier wird nicht gezankt und wenn das macht, kriegst du Ärger oder so. Aber die gehen anders an die Situation ran. Als Beispiel, wir haben den Beppo in der Huta. Ich scheiß den Beppo einfach 6-mal zusammen am Tag, dann läuft der. Die machen das ganz anders, die sortieren, die managen, die scheißen den vielleicht anders zusammen. Die machen einfach Dinge anders, aber es läuft und dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ja? Und das ist halt, ich sag keinem, du musst es so machen. Eine unserer besten Mitarbeiterinnen, was so die Zuverlässigkeit in solchen Dingen angeht, ist Janine. Und Janine ist die Einzige, die keine Hundetrainerausbildung hat. Die ist Tierarzthelferin. Aber die hat halt einfach ein Gespür dafür. Ja? Mhm. Zum Beispiel. Ja, hat die das so seine eigene Handschrift? Ja. Quasi. Ja. Ja, wir lernen alle an, versuchen das weiterzugeben, wie wir es machen.
unterstützen natürlich vor allem beim Lesen lernen. Ja. Und der Rest ist selber üben, selber gucken. Ja. Man muss vor allem in so einer großen Gruppe für die Hunde authentisch sein. Es bringt ja nichts, sich zu verstellen, weil dann nehmen sie dich nicht ernst. Ja. Okay, na gut. Das heißt, wir werden dann mal Bewerbung schreiben. Ja, genau. wollte ich gerade drauf kommen, haben wir schon angesprochen. Die nächste Frage wäre gewesen, wäre es möglich, bei euch ein paar Tage Praktikum zu absolvieren, sowohl im Training als auch vielleicht in der Huta? Ja, also ich wäre Ende März bei... ich muss von der Arbeit aus auch Ende März zufällig eine Woche nach Köln. Also ich könnte am Wochenende... Nein, wir nehmen Praktika an. Sowohl in der Hundeschule als auch in der Huta, aber ich wähle das sehr, sehr aus. Also ich will einen da haben und dann will ich mit dem arbeiten können. Und ich bin mal ganz fies auf die Fresse geflogen mit einer Stellenausschreibung. Ich habe meine Stellenausschreibung reingeschrieben, wir suchen dich für unsere Huta, wenn du in Anführungsstrichen vereinfacht gesagt einen Führerschein hast und jung bist und hast mal was mit Hunden gemacht. Da, mein Gott, habe ich viele Hassmails gekriegt. Nee, du kannst doch keine älteren Leute ausgrenzen. Ich bin auch da wieder ehrlich, ich werde keinen 50-Jährigen einstellen. Werde ich nicht. Weil zeig mir den 50-Jährigen, der schneller über den Platz rennt als 20-Jähriger, als ein 20-Jähriger. Mhm. Und das ist es halt. Und das ist ein Job für junge Leute und das ist ein Job, wo ich Leute brauche, die fit sind, die gesund sind. Wir hatten so viele nette Praktikanten, wo ich gesagt habe, Menschen sind persönlich total toll. Aber wir hatten einmal ein Mädel da, die hat es nicht mal geschafft, den Raum zu fegen, ohne außer Atem zu kommen. Und dann kann ich die nicht gebrauchen. Und deshalb wähle ich sehr, 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 sehr bewusst aus und vergebe gerne Praktika, aber halt auch nicht an jeden. Ganz transparent bin ich da. Ja. Und das geht auch nicht anders. Aber wer das machen möchte, kann sich gerne bei uns bewerben. Ich sage aber gleich dazu, wer noch nie was mit Thema Hund gemacht hat und wessen Motivation ist, ich wollte schon immer, mein Traum war es, der Hundeflüsterer 2.0 zu sein, der wird kein Praktikum bei uns bekommen. Wir brauchen ein bisschen Vorwissen, aber da ist mir schon egal, ob ihr sagt, ich bin eigentlich Tierarzthelfer oder ich habe im Tierheim gearbeitet oder ich war Tierpfleger im Zoo. Da kann ich mit allem leben, aber ihr müsst so ein bisschen Basics mitbringen, sonst seid ihr bei uns nicht richtig. Aber es gibt halt tausend andere, wo ihr noch hingehen könnt. Ja? Jetzt kommt der Negativpunkt, die meisten lassen sich ihr Praktikum bezahlen. Das machen wir nicht. Man darf halt mit sowas nicht rechnen. Ja, genau. Ja. Praktikum ist ja eigentlich sowieso was, wo es eigentlich mehr darum geht, ein bisschen Skills zu erwerben, ein bisschen was Neues kennenzulernen und irgendwo mal den Fuß reinzusetzen. Nee, da ziehe ich dir jetzt sofort den Zahn. Das ist deine Ansicht. Ja, da musst du jetzt das nicht falsch verstehen. Das ist deine Ansicht. Ist es nicht. Also ganz im Ernst, wenn du dich jetzt bewirbst und sagst, hey, ich möchte eine Hundeschule aufmachen hier in München und ich möchte bei allen Münchner Hundeschulen mal Praktikum machen. Ach so, stopp. Syrer Mausi, jedes TGH zu kennen, ist nicht genug basic. also nochmal zurück. Ich will eine Hundeschule in München aufmachen und ich bewerbe mich bei jeder Hundeschule als Praktikant. Da wird dich keiner nehmen, es sei denn, der verlangt richtig Geld dafür. Denn, ich habe das eben erklärt, du lebst nicht gut davon, du kämpfst jeden Tag um Kundschaft und um dein Leben. Ja, schon, und dann wird keiner sagen, oh super, mach doch bei mir Praktikum und macht mir Konkurrenz. Klar, kannst alles wissen, was du willst. Das heißt, wenn ihr euch um Praktikumsstellen bewerbt, dann bewerbt euch weit weg. Wenn ihr in Essen seid, dann sagt halt, okay, dann gehe ich nach Köln, nach Bonn, nach München, nach Münster. Weit weg und sagt, hey, ich wohne im Ruhrpott, hier ist meine Adresse, ich will ein bisschen und schaut euch unterschiedliche Dinge an, dann habt ihr eine Chance. Ja? Aber ihr dürft euch nicht wundern, wenn die meisten sagen, nee, sorry. Oder aber ja, aber das kostet 200 € die Woche. Und das ist es auch wert, weil das ist ein sehr, sehr hart umkämpftes Gebiet. Und wenn ihr nur 200 € zahlt, um zu wissen, Mensch, das war eine Scheiße ohne Schule und ich finde die Frau doof. Ja, aber dann wisst ihr, wie es nicht macht. Ja. Klar, ich meinte jetzt tatsächlich auch mehr so in die Richtung Praktikumsvergütung. Also damit braucht man halt dann wirklich nicht rechnen. Nee, also wir machen das teilweise auch, wenn so Schülerpraktikanten kommen und so, ne? Und wenn wir mit denen zufrieden sind, dann kriegen die auch gerne was dafür. Aber so sind wir jetzt gerade drauf gekommen, für uns ist der Benefit nicht, da kommt jemand, um den wir uns kümmern müssen. Sondern für uns muss der Benefit sein, da kommt jemand, der möchte von uns etwas lernen, aber wir wollen auch einen Benefit. Wenn ich jetzt eine Phase habe, wo ich extrem viel bauen muss und wo wir einen neuen Rasen verlegen und wo einfach ein Welpe da ist oder ein kranker Hund, um den man sich viel kümmern muss oder so, dann ist ein Schülerpraktikant doch super. Der kann helfen mit Streichen den kannst du sagen, hier, dem Hund geht's nicht so gut, den kannst du dreimal kuscheln, dann gibst du ihm was zu essen und so. Wir wollen auch einen Benefit haben. Und das müsst ihr im Zweifel auch
verstehen, dass das in Hundeschulen viel schwieriger ist. Weil da läufst du nebenher, guckst dir das ab und machst den gleichen Quatsch nach, aber du kannst nicht viel bringen. Ja? Ja. Aber wenn du dann in eine Hundeschule gehst und sagst, pass auf, ich würde gerne mal bei dir mit dem Agility-Training zugucken, dann sagen die, okay, da kommt jemand, der kann mir beim Aufbauen helfen, geht das alles viel schneller, spare ich mir ein bisschen Zeit, kann ich mit leben und da wird mir nicht ewig. Aber wenn du sagst, ich will in deinem Erziehungskurs mitgucken, die steht mit 5 Hunden immer auf der gleichen Wiese, dann gibt es keine Vorbereitungszeit, dann klaust du einfach nur. Und das fällt vielen Hundetrainern schwer oder Hundeschulen schwer, da ihr Wissen weiter einfach so weiterzugeben. Und ich kann das nachvollziehen. Ich hatte die gleichen Schwierigkeiten. Ja, also Du bist dann schlimmer als ein Kunde, der nicht bezahlt. Das ist, genau. Und das, was die Christine vorhin gesagt hat, es gab bei uns in der Ausbildung, hieß es, wir waren 22 Leute in der Ausbildung, zweiter Durchgang. Es gab vor uns noch einen, die waren ein bisschen weniger, aber wir waren 22. Und jetzt nur, damit ihr mal versteht, welche Anforderungen diese Ausbildung hatte. Von diesen 22 ist nicht mal die Hälfte zur Endprüfung zugelassen worden, weil sie vorher schon Dinge versäumt haben oder einfach nicht gut genug abgeliefert haben. Und von diesen 12, die zur Prüfung gekommen sind, haben nur 5 bestanden. Nee, so ist 5. Mhm. Von 22 ist nicht mal ein Viertel der Leute hat es geschafft, die Prüfung zu bestehen. Und dann reden wir von einer Prüfung, ich habe 2 gemacht. Die beiden Abschlussprüfungen zu machen, haben tatsächlich nur 3 Leute geschafft. Also unser Durchfallquote war extrem hoch, weil unser Trainer damals gesagt hat, ich will gute Hundetrainer und nicht einfach nur Hundetrainer ausbilden. Mhm. Und du kannst natürlich auch zur ATN Fernstudium machen, da schaffen es 80% der Leute. Und dann stehst du da und sagst, scheiße, mit einer dänischen Dogge habe ich noch nie gearbeitet, wie halte ich denn den fest? Der zieht mich einfach vom Fleck. Ja, und als der dann sagte in der Ausbildung bei uns, pass auf, ihr dürft so oft kommen, wie ihr wollt, stellt euch einfach daneben, guckt zu. Da habe ich gesagt, super, alles klar. Ich habe sofort einen Zettel an die Bundeswehrtür geklebt, habe gesagt, pass auf, ich mache so viel Praktikum von dann bis dann, ich bin gar nicht mehr da. Ich war jeden Tag da, jeden Tag, bei jeder Ausbildung, bei jedem Durchgang, bei jedem Seminar vor und nach mir. Auch wenn ich es schon mal hatte, ich habe mich nochmal dazu gesetzt, wenn es ein anderer Dozent war. Ich habe Dolmetscher gespielt. In jeder Gruppenstunde stand ich da und habe entweder selber mitgemacht oder aber der sagte, hier, mach mal die Gruppenstunde, ich muss mal gerade aufs Klo. Ich war immer da. Das ging so weit und das war ein Mensch, mit dem ich sehr, sehr gut klargekommen bin und auch die zweite Leiterin, extrem nette, sehr kompetente Dame, die haben gesagt, pass auf Dirk, ich will dich hier nicht mehr sehen. Fürs nächste Lehrjahr gilt das nicht mehr, ihr könnt nicht einfach immer wieder vorbeikommen, ich will dich hier nicht mehr sehen, du störst. Ja, aber du hast doch gesagt, ich kann jederzeit vorbeikommen. Ja, aber du bist auch jeden Tag hier. Du gehst jetzt nach Hause, ich will dich hier nicht mehr sehen, du fragst vorher. Das ging so ein halbes Jahr so. Dass ich wirklich jeden Tag da war. Und ich habe halt gesagt, ich will überall hin, ich will alles wissen, ich will alles sehen. Wir sind in einen Auslauf gegangen und haben 70 Hunde im Freilauf betreut, beobachtet. Ich habe mich nur in die Mitte gestellt, was mein Hund gemacht hat, war mir egal, und habe geguckt, wie kommunizieren die, wie sind die, warum haut der jetzt den, warum hat die Angst. Und ich habe versucht, alles irgendwo mir rauszusuchen. Und nur dann, und das habe ich ja eben schon gesagt, wenn du aus vielen verschiedenen Quellen dir was rausziehst, wirst du einen Weg für dich finden, der gut ist, der authentisch ist und mit dem du weiterkommst. Und dann ist es egal, ob du in der Huta so arbeitest wie Christine oder Janine oder Alina oder ich. Oder Hauptsache, du bist authentisch und dann funktioniert es auch. Mhm. Ja, und deshalb Praktikas solltet ihr machen. In den guten Ausbildungen ist es vorgeschrieben, dass ihr bei verschiedenen Hundeschulen Praktikum macht. Das ist eine gute Ausbildung dann. Ja. Genau, also du kannst schon mal einfach davon ausgehen, dass du in den nächsten spätestens Tagen... Wahrscheinlich nicht nur eine. Auf jeden Fall von uns zwei. genau. Wo waren wir denn? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah ja, das mit dem offenen Kurzkonzept haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen. Warum genau habt ihr ein offenes... Genau, das war so eine doppelte Frage. Also die Frage, die ihr jetzt seht auf dem Bildschirm von wegen, warum genau habe ich ein offenes Kurzkonzept und ist das nicht zu viel? Das habe ich eben schon beantwortet. Das ist jetzt so ein bisschen gedoppelt. Da müsst ihr nochmal zurückflippen und das euch nochmal angucken, wenn ihr später dazugekommen seid. Ja? Also Vor- und Nachteile habe ich auch aufgezählt. Und für mich sind 20 Hunde nicht zu viel, wenn es die richtigen Hunde sind. Das habe ich ja eben gesagt. Mhm. Genau. Genau, überspringen wir jetzt dann einfach. Habt ihr euch bei der Preisfindung Kalkulation an anderen Trainern orientiert oder wie habt ihr es berechnet? Ja und nein. Also, scheiße, wie fange ich denn da jetzt an? Ich will es ja kurz halten, damit wir irgendwann mal fertig werden. Wir sind schon 2 Stunden dran. Also, ich habe geguckt, wie ist das Preisgefüge hier? Und habe festgestellt, viele verkaufen sich unter Wert. Das kann nicht sein, das geht so nicht. Und da war mir auch relativ schnell klar, wer ist Vollzeithundetrainer und wer nicht. Also wenn er Einzelstunde für 30 Euro anbietet, der kann nur in Mecklenburg-Vorpommern leben oder aber er bietet sie unter Wert an. Denn für 30 Euro kann ich nicht da eine Stunde arbeiten, meine Versicherung bezahlen, mein Auto bezahlen, meine Fahrt, meine Zeit, mein alles.
Das geht nicht. Ja. Also es muss einen gewissen Wert haben. Ich habe zusätzlich zu den Kursen in der Hundeschule habe ich Vorbereitungskurse, und das kann ich jedem nur empfehlen, Vorbereitungskurse für die Selbstständigkeit gemacht. Sekunde. Vorbereitungskurse für Selbstständige gemacht, und da gibt es auch so Kalkulation und Corporate Identity und so. Ne? Also Stadtfälle ist ja nicht nur ein Name. Also ich habe lange überlegt und ich habe gewusst, warum ich diese Farben nehme, und ich bin halt so, und das war so meins, ich stehe dahinter. Und ich habe schon nach der Konkurrenz geguckt und habe geguckt, okay, wer macht hier einen seriösen Eindruck und wer nicht, und Internetseiten mit Winkekätzchen habe ich gleich weggeklickt, habe gesagt, die interessieren mich nicht und all solche Geschichten. Und aber ich habe trotzdem geguckt, in welchem Preisgefüge sind die, nur um zu wissen, wo ich dann letztlich lande. Denn entweder macht ihr Kurse oder aber ihr nehmt dieses Buch. Diese Susanne Pilz, warte mal da oben, diese Susanne Pilz ist eine der beiden Leiterinnen, bei der ich gearbeitet habe. Die leitet jetzt auch noch die Hundeakademie in Köln, oder Kölner Hundeakademie. Und da geht es halt ganz viel, warte mal, ich guck mal, hier um Eigenkapital, Fremdkapital, Preisfindung. Das ist ein sehr gutes Buch. Ist jetzt nichts, was einem wirklich wie Schuppen von Augen, oh Gott, das habe ich ja gar nicht bedacht. Aber es sind ein paar sehr gute Tipps drin, kann ich nur empfehlen, weil das ist ein Buch, da kann man mit leben. Und da geht es auch so um so Sachen wie Selbstständigkeit und Voraussetzungen. Was kann ich nicht, wo bin ich gut, wo bin ich nicht gut? Und all solche Sachen, das hat mir sehr geholfen. Und das, was hier drin steht, haben die halt tatsächlich da auch, ja, vorgelebt. Und davon hatten wir Kurse und Seminare und letztlich habe ich geguckt, was habe ich an Kosten und was muss mir ich eine Stunde bringen, damit ich davon leben kann. Wer eine Einzelstunde nach Abzug seiner Kosten für 15 Euro macht, macht was verkehrt. Kein einziger Fliesenleger würde für das Geld arbeiten. Keiner. Ihr müsst so die Preise berechnen, dass ihr wisst, okay, mit 50, 55 ist irgendwann Sense und ich muss danach irgendwie Geld haben und ich muss davon leben können und ich bin selbstständig, ich trage das volle Risiko, wenn es regnet, kann ich nicht raus, wenn ich verletzt bin, falle ich aus und so weiter und so fort. Du kannst nicht für günstig anbieten. Alle, die sagen 35 Euro die Einzelstunde, die haben halt noch einen Job nebenher, für die ist das so Zubrot. Ja, deshalb, die Krankenkasse bezahlt übrigens erst 6 Wochen nach Arbeitsunfähigkeit. Ja, das kommt auch noch dazu. Also, macht eine saubere Kalkulation, geht zu eurer örtlichen Volkshochschule und belegt da einen Kurs in Existenzgründung. Ja, das ist meistens so ein Wochenendseminar, weil die zeigen euch, wie ihr kalkulieren könnt. Hier in dem Buch steht das auch. Also ich mache jetzt Werbung für die Susi, auch wenn, na, also es ist ein gutes Buch, weil da gibt es 2 oder 3 verschiedene Varianten, wie man aufbauen kann, Preise zu berechnen. Ja, das rechnen die einem vor. Das brauche ich, wenn ich meine Selbstständigkeit. Wer nicht sagt, ich gebe 12 Euro oder 20 Euro für ein Buch aus, damit ich mich danach nicht verkalkuliere, der macht das verkehrt. Ja, ihr müsst investieren am Anfang. Und das war ein wirklich sehr wichtiges Buch. Und das war bei uns auch Pflichtlektüre. Wie viele andere gute Bücher. Ja, also bisschen orientiert, aber selber gerechnet und dann schnell festgestellt, scheiße, ich bin der Teuerste. Und dann einfach gesagt, ich bin's aber auch wert und los geht's. Dabei bin ich gar nicht mehr der Teuerste. Die anderen haben dann irgendwann festgestellt, oh, man kann anziehen. Nachgezogen, ne? Ja, logisch. Klar, die sagen auch, wie, der macht das für 60 Euro. Es gibt auch ein paar, die haben so Preiskonzepte, wo ich sage, was ist das für eine Frechheit? Ich hatte mal eine Kundin gekriegt von einem jetzt mittlerweile sehr bekannten Kölner Hundeguru. So, der hat ihr 3 Einzelstunden... der hat eine Ausbildung gemacht. Also, der ist auch nicht schlecht. Der hat ihr 3 Einzelstunden abgeknüpft für 360 Euro. 120 Euro die Einzelstunde. Und der hat nichts erreicht. Nichts. Ich habe am gleichen Tag den Hund von der Leine gemacht, habe gesagt, lass die laufen, passiert nichts. Die bringt den anderen Hund nicht um. Und die Frau ist so glücklich. Die Poppy kommt bis heute in die Hundeschule. Die kann die frei laufen lassen. Es war utopisch. Die war am Boden zerstört. Und das Schlimmste ist, der hatte nicht nur irrsinnig hohe Preise, weil er gedacht hat, dass das wert ist. Der hat dann mitten im Training gesagt, weißt du was? Ich werde jetzt noch teurer, weil ich habe jetzt eine Bühnenshow. Und ich habe jetzt kaum noch Zeit. Jetzt kostet die Stunde das Doppelte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und das fand ich sehr, sehr frech. Ich war relativ teuer, aber ich bin auch der Meinung, dass wenn jemand bei mir 60 Euro für die Einzelstunde zahlt, dass ich halt auch nur die halbe Zeit brauche und das deshalb wert bin. Und entweder kann ich dann liefern oder nicht. Ich habe halt das Problem, wenn ich dann nicht liefern kann. Es gibt auch Leute, die waren bei mir, haben eine Einzelstunde gebucht und ich muss am Ende sagen, sorry, das, keine Ahnung. Ja? Weil die Frage kam eben im Chat, hatte ich schon mal Hunde, die ich nicht hingekriegt habe? Ja, einige, viele. Viele.
Ja? Hunde, die ich nicht geschafft habe, Hunde, die aus der Hundeschule gegangen sind und immer noch den gleichen Scheiß-Sachstand haben. Da ist immer die Frage, liegt es an mir, liegt es an den Leuten? Aber prinzipiell muss man sagen, es lag wohl an mir. Warum auch immer. Ob ich jetzt das nicht vermittelt habe können oder ob die mich nicht mögen oder was auch immer. Ja, ja, ich glaube, das ist auch die gesündere Lebenseinstellung, gerade wenn das in die Selbstständigkeit ist. Ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass wenn ich x Anzahl von Leuten verliere, dass es an den Leuten liegt. Das, da muss ich dann schon irgendwie das Ganze auf mich selbst reflektieren und muss mich fragen, okay, warum sind mir die Flöten gegangen? Ja, genau, man kann nicht alle retten. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ich habe ganz lange, ich habe, nicht zu viel, ja. Es gab so 2-3 Fälle, wo ich gesagt habe, okay, diese Frau hat sich die schwerste Hunderasse geholt, von der du jemals gehört hast. Die hat richtig Pech gehabt. Dann waren da noch ganz viele andere Dinge und der Züchter war eine Katastrophe und der Hund wurde immer schlimmer und die Hundeschuhen, wo sie waren, und ich habe gesagt, okay, wenn ich glaube, ich schaffe das mit denen. Ich schaffe das. Ich bleib dran und ich glaube, ich schaffe das. Und ich habe denen immer wieder einen kleinen Finger gereicht. Ja, okay, dann machen wir das so. Und okay, dann gehst halt nicht. Dann machst du erstmal eine Zeit lang Sport. Und ich habe immer wieder einen kleinen Finger. Und es sind immer diese Fälle gewesen in den letzten Jahren. Die nehmen nicht nur den kleinen Finger, die nehmen die ganze Hand und am Ende schreien sie im Facebook, was du nicht für ein Tierquäler bist. Ich habe das alles jedes Jahr wieder. Jedes Jahr. Und da kannst du dir noch so Mühe geben. Ich habe nach so 3-4 Jahren, und das hat mich richtig lange, richtig hart mitgenommen, solche Geschichten. Ich habe bei jedem Mal, wenn wir uns Spieleabend, Videoabend, Kinoabend, ich habe immer mit meinen Kumpels drüber gesprochen und mit meinen Freunden, boah, ich weiß nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Und die haben immer gesagt, lass es einfach sein. Man geht nicht mehr drauf ein. Und ich habe mich ganz lange, ganz schwer damit getan. Und letztlich, das hat 4-5 Jahre gedauert, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, sorry, ich kann dir nicht helfen, wenn... Geh woanders hin, ich will auch gar nicht mehr. Das muss man einfach machen, man kann nicht jeden retten. Selbst der Hundeguru schlechthin muss immer mal sagen, du bist bei mir nicht richtig. Und das mag jetzt nicht sein, weil es zu schwer ist, sondern weil es einfach die falsche Konstellation ist. Wenn Menschen mit mir kommen, mit menschlich, sehr... Ne? Ja, nicht nur menschlich, auch thematisch. Wenn Menschen also menschlich auch, aber als Beispiel, es kommt ein Kunde zu mir und hat einen Zwergpudel, der beißt. Der richtig heftig beißt, weil er Angst hat. Richtig heftig beißt. Der hat mich blutig gebissen an dem Abend. Blutig. Ich habe überall geblutet. Das Auto sah aus, als hätte er mich oder ich ihn geschlachtet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das lösen. Aber das ist nicht meins. Also fachlich könnte ich das. Menschlich könnte ich das auch vielleicht. Aber ich kann nicht so gut mit kleinen Hunden und ich kann nicht so gut mit alten Leuten. Und jetzt ist noch beides zusammen in einer richtig schwierigen Thematik. Ich kenne jemanden, der kann das besser. Ich kenne jemanden, der hat die Geduld dafür, auf kleine Hunde und ältere Leute einzugehen. Und hier ist eine gute Adresse. Glaube mir, ich würde dir gerne helfen. Ich kann es auch, aber ich bin da nicht der Richtige für. Und wer seine Grenze nicht kennt und das nicht nach außen transportiert, der macht einen Fehler. Und das ist ultra wichtig, selbst sagen zu können, ich kann nicht jedem helfen und ich bin nicht der Richtige. Das muss man machen können, nur dann bist du authentisch. Ja. Nur 2 Fragen haben wir noch, dann sind wir durch. Boah, krass, 2,5 Stunden, ey. Ich habe gedacht, wir sind in einer halben Stunde fertig. Ja. Du hast mich herausgefordert. Ich hab Alles gut. Aber was ich viel krasser finde, sorry, dass ich jetzt dazwischen, 136 Leute... Also es sind über 130 Leute seit über einer Stunde im Chat. Übelst krass. Finde ich cool. Es scheint nicht so langweilig zu sein, sagen wir es mal so. Okay, machen wir die letzten Fragen. Machen wir die letzten 2 und ich denke, dann ist auch gut für heute. Ja. Was sind deine Ziele für 2020 mit der Hundeschule und mit der Huta? Möchtest du noch weiter wachsen? Möchtest du weitere Trainer einstellen, wenn notwendig? Oh, du hast eine Frage übersprungen. Die hier, wie regelt ihr euren Alltag? Nehmt ihr euch Auszeiten und seid ihr irgendwie immer online? Die Christine lacht ganz laut. dann machen wir das noch. Also, die mache ich ganz kurz. Mittlerweile nehmen wir ganz bewusst Tage, wo wir Auszeiten uns nehmen. Mir fällt es irrsinnig schwer, dieses Scheißteil wegzulegen und auszumachen. Ich habe es jetzt leise gemacht. Ich guck mal drauf. 5 WhatsApp-Nachrichten. Ich müsste jetzt eigentlich gucken, was los ist. Mir fällt das super schwer, nicht immer zu jeder Zeit für jeden da zu sein. Das habe ich eben schon gesagt, das hat 4-5 Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, nee, jetzt auch mal nicht. Und die Christine zwingt mich dazu und das ist sehr wichtig, dass sie sagt, Handy aus. Die geht teilweise zu meinem Handy hin und macht einfach Flugzeugmodus an, damit ich abends mal meine Ruhe habe. Ihr müsst euch irgendwann Auszeiten nehmen. Wenn es gut läuft und ihr viel arbeitet, müsst ihr euch ganz bewusst Zeiten rausnehmen. Ja, und dann auch bewusst auch mal sagen, scheiß drauf, bin jetzt offline. Wenn jetzt mittlerweile jemand vor 8 Uhr anruft, drücke ich den weg. Vorher bin ich da immer rangegangen. So, dann hatten wir, ne, das hatten wir ja schon. Würdest du den Start wieder so machen, haben wir schon beantwortet.
Genau, ja. Genau. Und jetzt kommt die Frage, die wir hatten, die du jetzt hattest, ja. Dann sind wir durch. Ja, Ziele für 2020. Ach so, ist das die... Sowohl privat als auch für die Hundeschule, als auch für die Huta und Trainingsziele für deine Hunde. Nein, also Ziele, also, wo möchtest du 2020 mit der Hundeschule, mit der Huta hin? Mein... Ja. Also ich muss das jetzt ein bisschen nivellieren. Ich bin zufrieden, so wie es läuft, bis auf so, das habe ich eben schon mal erwähnt, so diese ganze Scheiße im Hintergrund, dass wieder irgendeiner dich irgendwo anzeigt, weil du auf der Wiese stehst mit Hunden oder so, oder du da nicht parken darfst und das Amt dich irgendwo gesehen hätte und weiß der Geil nicht was, sowas habe ich immer ständig. Bis auf solche Kleinigkeiten, die einen dann wirklich lange mitnehmen, habe ich prinzipiell, was derzeit meinen Sachstand angeht, keine großen Wünsche, wie es sich für mich ändern sollte. Ich verstehe so ein paar Sachen nicht. Warum ist bei YouTube alles so langsam? Warum wachse ich da nicht? Warum haben andere, die halb so viel und noch viel schlechteren Content anbieten, warum haben die hunderttausende Follower? Wie ist das denn möglich? Na, da steht, also ohne das jetzt fachlich zu beurteilen, aber ich weiß ja nicht, was die teilweise können. Ich glaube, das sind sehr gute Hundetrainer. Aber wer ein Video macht, das sind drei sehr wichtige Tipps für deinen Hund. Und ein Tipp ist, dass er zwischen deinen Beinen laufen können muss. Das ist für mich nicht... Also würde ich nie machen. Ne? Oder Hundetrainer, die sagen, hier das neueste vegane Futter für Hunde, voll tollo. Ja, das mache ich, das werde ich nie machen. Trotzdem ärgert mich sowas wie bei YouTube, dass ich mir da einen Arsch aufreiße und das wächst, als wäre ich eine Pflanze in verdorrtem Boden. Ja. Aber ich merke auch da den Benefit. Es wäre schön, wenn das einfach mehr Leute erreichen könnte. Nicht, weil ich dadurch mehr Geld verdienen würde damit. Ich habe das eben schon mal gesagt, das, was ich bei YouTube verdiene, ist ein Witz für die Arbeitszeit, die ich da investiere. Aber weil ich ganz vielen Leuten damit helfen kann und weil ich mittlerweile auch Dinge als Rückmeldung kriege. Ein Beispiel, ich werde jetzt demnächst ganz viele Dinge von Julius K9 zugeschickt kriegen, die ich testen soll, nachdem ich im letzten Video gesagt habe, dass deren Geschirr eigentlich für den Arsch ist. Kann mich noch voll erinnern, ja. Ja, und der hat mich halt angeschrieben, aber die haben mich, ich habe solche Mails, habe ich tausende bekommen, ne? Hier, wir, China, wollen Sie testen Flexileine mit Licht und mit Blinky? Und dann kriegst du es zugeschickt und denkst, was ist das für eine Gülle, ey? Dann haben sie es gleich wieder weggeschmissen. Aber die haben halt wirklich gesagt, pass auf, wir haben deine Videos gesehen von uns und du kennst so ein paar Produkte nicht, wir möchten dir gerne zeigen und ich möchte, dass du die testest und ich möchte, dass du da eine Bewertung machst. Und dann habe ich gesagt, mache ich euch sofort, aber ich sag, was ich davon halte. Ja, ist kein Ding. Das hatte ich... Er ist nicht mehr da. Das hatte ich schon mal. Da hat mich einer angeschrieben von Anifit. Willst du unser Hundefutter testen? Du hast so ein geiles Barf-Video gemacht. Ich sag, yo, dann schickt er mir das Hundefutter. Und dann sagt er, hier kannst du auch dann, die können das nur online bestellen, kriegst du so einen Bonuscode. Ich sag, das will ich eigentlich gar nicht. Ich teste das und wenn ich das gut finde, sage ich das. Und dann habe ich so ein paar Fragen gestellt und ich sag so, Moment mal, ihr verkauft Barf in der Dose? Yo, wie habt ihr das haltbar gemacht? Ja, das ist gekocht. Dann ist es kein Barf. Ja, ich habe den Geschäftsführer gefragt, die Barf-Leute sehen das nicht so ernst mit dem Roh. Was? Nee, das ist sowas. Ich würde für sowas nie meine Seele verkaufen. Und das will ich, will weiter so bleiben, wie ich bin. Und wenn ich irgendwann nicht mehr ankomme, weil alle sagen, boah, ich habe mich so satt gesehen von diesem Affen, dann ist es so, weißt du? Mein Ziel ist für mich nichts, für die Hundeschule nichts. Ich will, dass meine Mitarbeiter, das Team, das ich habe, davon leben kann, dass wir Leuten helfen, dass sie mit ihren Hunden weiterkommen. Und mein Ziel ist einfach, dass all meine Mitarbeiter glücklich werden können in dieser Geschichte erstmal. Weil ich, so wie es jetzt ist, bis auf den Stress, von dem ich eben erzählt habe, glücklich bin. Und wenn wir weiter wachsen, dann werde ich auch irgendwann weitere Trainer einstellen oder ausbilden oder Hundebetreuer in der Huta einstellen. Ja? Also das wird vielleicht kommen, aber das ist halt, ich kann halt nicht jetzt sagen, wenn es so weitergeht, dann haben wir vielleicht noch eine halbe Stelle dann und dann, weil im Moment läuft's. Im Moment sind wir trotzdem aber überbesetzt, das habe ich ja eben gesagt. Aber wenn jetzt irgendwann einer kommt und sagt, hier ist noch ein Gelände, mach doch mal noch die zweite, dritte, siebte Huta auf, ja, dann muss ich Leute einstellen. Ja? Aber das ist, ich forciere das nicht. Ich will einfach, dass es so weiterläuft. Mein Ziel wäre, einfach mal 3 Monate keinen Stress haben und alle meine Mitarbeiter sind glücklich. Das ist für mich erstmal alles. Aber das ist doch auch ein nettes Ziel. Ja, ihr wisst, also die Christine kann's sagen, ich stress mich sehr, sehr mit diesem Scheiß im Hintergrund. Ja. Wir haben gerade das mit den Geländen und der Unsicherheit, ob du die Trainingsorte behalten kannst, weil wir haben halt 3 Trainingsorte und wir haben sehr hohe Anforderungen an den Trainingsort. Da müssen halt, wenn zu einem Kurs 20, 25 Leute kommen
und da zwei Kurse wechseln, müssen mal eben 50 Parkplätze zur Verfügung stehen. Ja. An einem Gelände, was schnell erreichbar ist, wo auch dann Wiesenflächen zur Verfügung stehen, was nach Möglichkeit kein Naturschutzgebiet ist und. So viele Orte gibt es da halt nicht. Ja. Und wenn uns da was wegfällt, stehen wir vor einem echten Problem. Ja, das haben wir jetzt zum Beispiel. Ne? Also ich habe so 3-4 Trainingsorte, die ich wechsle und da sind wir alle immer mit so dicken, fetten Augenkneifen und Zwinkern geduldet. Ja, und so ein paar Sachen, da steht dann der Polizist vor dir und sagt, sie dürfen das nicht. Und dann musst du halt die Texte parat haben, die Gesetze, und musst sagen, ja, wo steht das? Und so. Aber jetzt haben die halt aus einem Bereich, wo wir waren, wo wir gut arbeiten konnten, haben die jetzt einfach so ein Schild hingestellt, bums, renaturierbare Fläche für Insekten. Ab jetzt wird da nicht mehr gemäht und du darfst da nicht mehr drauf. Das bringt mich in einen, und seit Monaten in eine Situation, die mich furchtbar stresst, weil es von heute auf morgen bedeuten kann, ich kann nicht mehr so viele Kunden bedienen, weil ich muss einen anderen Trainingsort suchen, wo weniger hinpassen. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel einnehmen. Das heißt, ich kann nicht alle Mitarbeiter halten. Das heißt, ich muss eben, das ist sehr schwierig. Ja? Und ich gehe damit auch offen und ehrlich um. Es gab Zeiten, ich war so alle, ich war so fertig, dass ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich kann nicht mal mehr schlafen. Ich schlafe jetzt schon wenig. Ja, ich schlafe 3 Stunden, bin hellwach. Es gab Zeiten, da habe ich wochenlang gar nicht geschlafen, nur noch vor Müdigkeit umgefallen irgendwann, weil ich jede Nacht versucht habe, noch eine Lösung zu finden, noch eine Lösung. Aber ich bin nicht der Normalfall. Und es ist immer so, wie jetzt zum Beispiel, wir haben geheiratet, waren in den Flitterwochen, es war einfach nur toll. Die erste Woche war super, war total entspannt und ich habe gedacht, alles läuft. Und auf einmal schreibt einer meiner Mitarbeiter, hier stand gerade der Polizist vor mir, hat gesagt, wir dürfen morgen hier nicht mehr hin, sonst gibt's Ärger. Das hat mir sofort die Flitterwochen der restlichen Zeit verhagelt. Komplett. Ja, klar. Ne? Und das sind so Sachen, die kommen in der Selbstständigkeit auf dich zu. Ne? Ja. Also, wenn meine Mitarbeiter von heute auf morgen sagen würden, mach dich selbstständig, würde ich sagen, viel Spaß, du kommst in einem Jahr wieder. Die meisten, weil das halt nicht für jeden was ist. Und in der Ausbildung viermal ein Satz, wer für unter x Euro im Monat, da waren irgendwie so 3.000, 3.500 Euro im Monat Einkommen, selbstständig arbeitet, macht was verkehrt. Weil dann ist es Liebhaberei und nicht davon leben können. Und bei diesem Punkt bin ich lange nicht. Aber ich habe halt auch ganz viele Mitarbeiter, die davon leben können und so. Und das war mir wichtig. Ich habe jetzt so ein kleines Team, mit dem ich glücklich bin und das ist irgendwie ganz cool und so. Und es wäre schon schön, wenn es so weitergeht. Und da muss man halt einfach schauen. Also 3 Monate keinen Stress haben, keinen Ärger haben und alles läuft und alle sind happy. Das wäre für mich das größte Ziel der Welt. Ja. So, letzte Frage, dann machen wir Schluss. Was sagst du? Ein Projekt haben wir für dieses Jahr. Wir wollen gerne Welpen von Gaia, wenn das klappt. Oh. Ja, will ich schon lange, aber... Ach, da müssen wir mal gucken. Will ich schon lange. Ja. So, letzte Frage. Ja. Die letzte Frage, ich glaube, die haben wir auch am Anfang so ein bisschen haben wir alles schon mal angesprochen gehabt. Wenn du uns jetzt nach dem heutigen Termin 3 Tipps mitgeben könntest, wovon einer ist, dass wir das nächste Mal das ein bisschen eindampfen und nicht so lange machen. Das wäre ein total toller Tipp. Also es wird ja noch mehr Folgen geben. Wir versuchen lass uns einfach sagen, 10 Fragen pro Folge, dann sind wir so bei einer Dreiviertelstunde, ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Aber ich meine, die Leute halten eisern durch, ne? 136. Ja. Das ist wirklich klasse. Aber was wären denn so die anderen 2 Tipps? Wir machen mal 3 ganz einfache Tipps. Seid ihr selbst und verstellt euch nicht. Wenn ihr authentisch seid, dann würden sich Leute finden, die gerne zu euch kommen. Es gibt hier eine sehr, sehr gute, erfolgreiche Hundeschule in der Nachbarschaft, wo ganz viele sagen, das ist gut, aber irgendwie ist die so gekünstelt. Und ich finde das auch. Und dann gehst du dahin hin, aber fühlst dich trotzdem immer so ein bisschen, weißt du, deshalb zum Beispiel eben haben wir sie angesprochen, wie hießen sie? Vitomalia. Ja, wer sich als Hundeinfluencer bezeichnet, sorry, ey. Da stehen die immer auf hochglanzpolierte Videos, sieht alles ganz toll aus, sind immer perfekt geschminkt. Ich sehe immer aus, wie ich aussehe. Ich habe mich nicht rasiert, ich bin total dreckig, meine Frisur ist scheiße. Aber es ist egal, weil mein Inhalt ist der mir wichtig ist. Weißt du, wer dann immer sagt, oh, das Licht ist kacke, wir müssen das Ringlicht nur ein bisschen heller machen, warte mal, so. Das ist, bleibt ihr selbst, versucht euch nicht zu verstellen, versucht nicht andere zu kopieren. Das ist ganz wichtig, das ist Tipp 1. Tipp 2, verkauft euch nicht unter Wert. Preisfindung ist echt das Wichtigste. Die meisten scheitern, weil sie Preise nicht richtig ermitteln. Ich mache das sowieso
ich mache das immer so Pi mal Daumen, ich habe da so eine Herangehensweise, es hat immer gut geklappt. Christine würde das alles viel ganz anders machen. Ne? Also wenn Christine mir eine Rechnung aufschreibt, wie was meine Hundeleien kosten sollen, dann gucke ich da drauf und denke, ach du Fuck, was ist das denn, ey? Was hast du denn hier noch? Das hast du auch berechnet? Papier? Druckertrone? Ja, also ja. Macht eine saubere Kalkulation und habt einen Plan B. Das ist Tipp 2. Also verkauft euch nicht unter Wert. Und der dritte Tipp, ist vielleicht heute noch gar nicht gefallen. Was ich nie mache, ist die Arbeit von anderen Trainern bewerten. Und da stehe ich voll und ganz dahinter, dass das sich für keinen gehört. Es gibt so viele Hundetrainer hier im Bereich, rund um mich herum, die mir dann schreiben, oder von der ich dann sage, gesagt kriege von Kunden, dass die über mich irgendwas erzählt haben. Also als Beispiel, Trainerin A, ich war mal bei der, die hält dich für den absoluten Assi, ey, weil du ja die Hunde ständig verprügelst. Ich habe noch nie diese Frau gesehen, wieso sagt die das über mich? Weißt du? Und wenn bei mir jemand kommt und sagt, ich war in einer anderen Hundeschule und das hat nicht geklappt, dann frage ich immer, wo warst du? Aber nicht, um zu sagen, oh, die sind auch richtig scheiße, da solltest du nicht hingehen, sondern um zu sagen, bitte, und selbst gibt es ganz viele, die sagen, ich sag dir das nicht. Und dann sage ich, doch, du sagst mir das bitte, weil ich weiß, wie die arbeiten, damit ich weiß, wie dein Gedankengang ist, damit ich weiß, was ihr versucht habt, damit ich andere Optionen in Betracht ziehen kann und wir nicht eine Dreiviertelstunde rumdoktern. Sag mir, wo du warst. Und dann sagen die da und da. Okay, alles klar, dann weiß ich, wie die gearbeitet haben, reicht mir. Und wenn die dann sagen, ja, und wir haben das und das und das probiert, dann sage ich, okay, hätte ich nicht gemacht, wir machen es mal anders. So, das heißt aber nicht, dass ich das bewerte. Es ist nichts Schlimmeres in der Hundeszene als Menschen, die den anderen den Dreck nicht unter den Fingernägeln gönnen. Und das ist wirklich ganz schlimm. Ich bin mal hier gefragt worden, ob ich im Tierheim arbeiten kann. Also, ob ich mit Tierheimhunden arbeiten kann. Habe ich gesagt, komm, versuche ich. Alle meine Kollegen haben gesagt, tu es nicht. Du gehst immer als Verlierer raus. Mach es nicht. Tierschützer ist ein Schimpfwort im Hundetrainerbereich. Das sind ganz schlimme Leute, du kannst nur verlieren. Und ich habe gedacht, nee, komm, versuch's. Und dann bin ich da hingekommen, da war da eine junge Rottweiler-Hündin, die sollte ich mir angucken und die suchten einen Trainer fürs Tierheim und da habe ich gesagt, komm, guck ich mal an. Dann kam da eine Mitarbeiterin des Tierheims mit der Aussage, dass das Tierheim, die Leitung, sucht einen neuen Trainer, guckst dir mal den Rottweiler an. Einjährige Rottweiler-Hündin, ich mache die Tür von meinem Bus auf, Milan steigt aus, die stürzt auf den los und greift den sofort an. Habe ich ihr hinten am Ohr gezogen, hat sie gequietscht, sich hingesetzt, danach sind wir eine Stunde spazieren gegangen. So, jetzt hat das dieses am Ohr ziehen, bei dieser Rottweiler-Hündin hat die Kassenwärtin gesehen, die hat das sofort dem Vorstand gesagt, der Vorstand hat mich sofort vorgeladen, ich saß da wie vom Erschießungskommando vor 8 Leuten, die gesagt haben, ja, aber so trainiert man Hunde nicht, sie haben den am Ohr gezogen, sie haben den geschlagen und getreten, nee, ich habe den am Ohr gezogen, ja, aber dann würden sie auch schlagen und treten und die gönnen dir den Dreck unter den Fingernägeln nicht und das müsst ihr euch immer merken, einfach andere nicht bewerten, dann fallt ihr schon viel positiver aus. Einfach nur sagen, okay, kenne ich weiß, wie die arbeiten, jetzt schauen wir mal, was wir machen können und dann gucken wir weiter. Und wenn du keine Idee hast, dann musst du auch sagen können, wenn du andere nicht bewertest, musst du zumindest dich bewerten, musst du ehrlich sein, musst du sagen, sorry, ich kann dir nicht helfen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jemanden, der kann es vielleicht. Oder hier gibt es eine Hundeschule, die macht Jagdhundeausbildung. Ich kann es nicht. Ich kann keine Jagdhunde ausbilden. Ich mache keine Agility. Ich habe keine Ahnung davon. Geh dahin. Die machen das. Keine Ahnung, ob die gut sind, aber die machen das. Das muss so sein. Also nicht bewerten, aber sich selbst immer hinterfragen und bewerten. Und dann ist man auch gleich authentisch. Das greift in den ersten Punkt mit rein. Ja. Das sind so die 3 Tipps, die ich machen würde. So, machen wir mal 3 Fragen aus dem Chat, dann sind wir durch. Dirk, kennst du den Hundekörperbau des Hundes und die Hunderassen? Gehört ja zur Ausbildung. Ja, wir hatten auch Anatomie, aber ja, ich könnte dir keinen einzigen Knochen davon sagen. Ich habe keinen einzigen lateinischen Wort auswendig gelernt. Bei mir heißt das Schulterblatt und nichts anderes. Aber ja, grundlegend kenne ich das und das ist vielleicht noch so ein Vorteil. Ich sehe tatsächlich sehr, sehr schnell, ob ein Hund humpelt. Also haben andere keine Ahnung von, da sage ich, der humpelt hinten links. Irgendwie habe ich einen Blick dafür, aber das ist eine Gabe vielleicht, so wie Tamme Hanken, ich weiß es nicht. Syrer Mausi hat geschrieben, Selbstständigkeit muss sich immer mehr lohnen als ein Bürojob. Ja, ja, ja und ja. Ja, wer für 1200 Euro selbstständig ist, macht was verkehrt, dann sucht euch einen festen Job, habt das einfach viel leichter. Abby hat gefragt, Gesine hat gefragt, ob ich ihre Mutter schöne Grüße ausrichten kann. Nee, heute nicht. Ja, das war's. Mehr haben wir gar nicht. Ihr könnt es noch 3 Stunden zuhören, ich glaube nach 2,5 Stunden reicht's. Es war cool, es hat Spaß gemacht.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass sich so die Aufregung auch gelegt hat, Gott sei Dank, nach der ersten 1,5 Stunden. Ja, jetzt geht's mittlerweile. Puls ist jetzt geht's. Aber ich habe jetzt auch, ehrlich, es ist 8:30, ich habe 4 Kaffee getrunken. Jetzt bin ich wieder die ganze Nacht wach. Ja, muss ich nicht wundern, dass du 3 Stunden schläfst. Ne? Ich laufe jetzt durch die Bude und putze erstmal und dekoriere um und baue mein Büro wieder anders oder so. Ja, ihr Ursprungszustand. Ne? Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die zwei, also Philipp und Nina, haben mir noch ganz viele andere Fragen gemacht. Und weil die Fragen kommen gerade dazu, ganz viele andere Fragen geschickt. Ja, wir machen das nochmal. Wir machen nochmal AMA Folge 2 und so. Und da geht es dann auch mehr ums Private und Persönliche. Es wird sicherlich auch mal Fragen geben, wo ich sage, sorry, aber das geht keinen was an. Ich habe noch nicht alle Fragen mir angeschaut. Aber wir können das gerne nochmal machen. Philipp, Nina und ich gucken mal, dass wir einen neuen Termin finden. Aber wir grenzen das dann mal auf 10 Fragen ein. Das waren jetzt 25 Seiten mit Fragen. Ja, wir machen mal so 10, dann sind wir so in einer halben, dreiviertel Stunde durch. Ja. Aber eigentlich ist doch scheißegal. Es sind immer noch 130 Leute im Stream. Wie krass ist das denn, ey? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Uns auch, ja. Oh, da kommt noch eine sehr gute Frage. So, das muss ich jetzt sagen, weil eben auch gefragt wurde, das ist das Letzte und dann machen wir Schluss. Eben wurde gefragt, was sind die drei Dinge, die ich empfehlen kann, die drei Ausbildungsinstitute. So, warte. Wir machen Folgendes. Wir machen das jetzt mal live, damit ihr das seht. Warte, ich muss mal hier irgendwie so Google nebenher. Ich mache euch mal auf den zweiten. Kann ich das irgendwie? Bildschirm 2 einblenden. Jetzt muss ich nur den muss ich nach ganz oben schieben. Zack. So, jetzt seht ihr meinen zweiten Bildschirm, müsstet mich aber trotzdem noch hören. Wenn ich jetzt hier Folgendes eingebe: Hundetrainerausbildung. Hoffentlich habe ich jetzt nicht verschrieben. Ja, und das zack. So, dann könnt ihr jetzt ganz, 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 ganz viel Zeug sehen. So, und jetzt gehen wir einfach mal so die durch, die am meisten oben sind. Das hier sind ja bezahlte Anzeigen. So, ATN. Ist, glaube ich, in der Schweiz und ist ein Fernstudium. Martin Rütter. Dann, was haben wir noch? Hundetrainer Ziemer Falke, das ist das, wo der Philipp ist. Ziemer und Falke. Und dann gibt es noch Canis Kynos. Einer fehlt mir noch. Ein wichtiger fehlt mir noch. Komm gerade nicht drauf, stehe auf dem Schlauch. ATN. Hundetrainerausbildung ATN, Kölner Hundeakademie. Das ist das, wo eine von den beiden Führerinnen der Ausbildungsstation, wo ich war, ist. Die Hundeakademie, die machen sehr kleine Ausbildungen, die sind nicht schlecht. Die sind ganz in Ordnung. Verdammte Axt, ich finde das andere nicht. Gib mir eine Sekunde, ich hab's gleich. Hallo Alina. Ach scheiße, ich find's gerade nicht. Es gibt noch so ein paar andere. Wir nehmen jetzt mal nur die. Ja, wir nehmen jetzt mal nur die hier. So, die ATM ist ein Fernstudium. Deshalb will ich das noch gerade sagen. Weil der irgendeiner Frage, was halte ich von einem Fernstudium zur Tierpsychologie? Ganz im Ernst, das ist ein praktischer Beruf. Wer sich die Illusion macht, dass er mit einem praktischen Beruf oder mit einem Fernstudium einen praktischen Beruf meistern kann, ist auf dem Holzweg. Die ATN ist nicht mehr so ganz schlimm wie früher. Früher war das ein reines Fernstudium und ich kannte nicht einen einzigen Trainer hier in meinem Kreis, wo ich gesagt habe, jawohl, die sind gut. Die waren in Ordnung, in manchen Dingen waren die gut, in anderen Dingen nicht, aber denen fehlte einfach die Praxis. Das ist so ein bisschen, stellt euch das so ein bisschen so vor, ich erkläre euch, wie ein Fahrrad funktioniert. Ihr habt noch nie drauf gesessen. Noch nie. Ihr habt noch nie ein Fahrrad gesehen, habt noch nie drauf gesessen. Habt ihr gemerkt, Mann, so ein dünner, harter Sattel ist scheiße im Po. Und dann erkläre ich euch, wie ein Fahrrad funktioniert, dann könnt ihr nicht Fahrrad fahren. Ihr müsst üben. Und wenn ihr übt, während ihr im Live-Betrieb seid und Hunde verkackt, während ihr im Live-Betrieb seid, werdet ihr nicht erfolgreich werden, werdet ihr davon nicht leben können. Deshalb, ein reines Fernstudium würde ich allen davon abraten.
Je mehr Praxis, desto besser. So, dann machen wir Rütters Dogs. Also machen wir hier, die machen wir mal nach rechts. Finde ich nicht so geilo. Ja? Rütters Dogs kann ich nicht mehr beurteilen, wie die jetzt drauf sind. Aber das ist halt ein... Warte. Franchise... Boah, um Gottes Willen. Franchising. Das heißt, du machst da deine Ausbildung, egal wie gut oder schlecht die ist, und dann bist du 10 Jahre... Oh, da hat es geschrieben. Sorry. Und dann bist du 10 Jahre an diese Philosophie gebunden, du bist 10 Jahre an Martin Rütter gebunden und vor allem, die schreiben dir vor, wo du arbeiten darfst und wo nicht. Und deshalb kommt für mich das überhaupt für niemanden in die Frage. Wenn du sagst, ich möchte in München meine Hundeschule machen, ich mache eine Ritterausbildung, dann sagen die, Moment mal, in München kannst du aber nicht, dann kannst du jetzt hier in Unterpuse muckeln, im Wald kannst du, da kannst du. Das ist scheiße, weil da kannst du dann halt auch nicht leben. Ja? So, Zima und Falke ist das, wo der Philipp ist. Ganz kurz in Klammern, die sind sehr, das Wissen da ist sehr umfangreich, war früher ein bisschen weniger praktisch, ist mittlerweile auch anders und ist ein bisschen weniger facettenreich gewesen, sodass sie gesagt haben, es gibt 10 Wege und wir nehmen den jetzt mal. Ja? Sondern die hatten so ihre 2, 3, 4 Musterlösungen und andere Sachen sind nicht unbedingt ausprobiert worden. Ja, das mag mittlerweile anders sein, das hat der Philipp ja eben gesagt, aber Zima und Falke ist unter meinen Top 3. Würde ich sagen, kannst du jederzeit hingehen, hast du eine sehr gute Ausbildung, die ist fundiert. Damit kannst du sehr gut erfolgreich werden und damit kannst du auch schwierige Fälle lösen. Stopp! Nur mal 2 Bücher rauszuholen. Ich habe mich mit Simon und Falke auch beschäftigt. Die bringen ganz viele Bücher raus, hier entspannt allein. Und dann sieht man halt, wie die arbeiten. Dann haben die hier eins nur für Hundetrainer, Fallbeispiele. Und dann sehe ich halt, wie die arbeiten. Das ist ein super geiles Buch. Aber ich arbeite ganz anders. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Das ist halt einfach, ich bin anders. Ja? Aber Simon und Falke, sehr gute Adresse, könnt ihr gut hingehen. Das kostet aber auch ein paar Euro 50. Da könnt ihr nicht für 5.000 Euro eine Ausbildung machen. So, Canis ist... Nee. Canis ist meiner Meinung nach die derzeit beste Ausbildung, die man so machen kann, weil sie sehr methodenfrei ist. Die ist sehr ähnlich zu dem, wo ich war. Wenn ich heute neu anfangen müsste, würde ich da hingehen. Wenn ich Seminare buche ich sie ausschließlich von Canis-Trainern ganz oft, ganz, ganz bewusst, weil die einfach mega gut sind. Wenn ihr da mal ein Seminar macht mit, jetzt muss ich überlegen, wie heißt er? Greve. Michael Greve. Dann werdet ihr merken, dass das eine andere Qualität ist. Canis ist meiner Meinung nach ganz oben. Das ist jetzt nur meine Meinung. Das kann sich alles geändert haben. Ne? Ich habe nicht jeden Tag, beschäftige ich mich mehr damit. So, dann gibt es noch Document. Die würde ich sagen, sind so Mittelfeld irgendwo. Ja? Die sind nicht so schlecht. Und jetzt kommt die Tierärztekammer NDS Niedersachsen. So. So würde ich das ungefähr aufteilen. Ja, die Tierärztekammer Niedersachsen, da habe ich jetzt gerade den Link nicht von gefunden. Oh, ich habe euch da scheiße geschoben. Da habe ich den Link gerade nicht von gefunden. Ist auch eine sehr gute Ausbildung. Die würde ich sagen, sind ähnlich zu Zima und Falke. Die haben, glaube ich, auch ganz lange mal miteinander gearbeitet und kooperiert. Aber ich kann sein, dass sich das geändert hat. Für mich ist Canis die beste Adresse. Ist aber auch mit großem Abstand die teuerste. Und die wissen, warum. Ja. Und die anderen beiden sind auch sehr gute Adressen. Und die von denen halte ich nichts, von den anderen, die da weiter nach da stehen. Nee, warte, die weiter nach, wo ist denn jetzt hier? Die weiter rechts sind. Von denen halte ich nicht so viel. Kynologisch gibt's auch, kann ich nicht beurteilen, kenne ich nicht. Also kenne ich, aber habe ich noch nie einen von arbeiten sehen. Document ist sehr gut. Das ist eine solide Geschichte, aber kann ich auch nicht so viel zu sagen, habe ich mich lange nicht mehr mit auseinandergesetzt. Also jetzt habt ihr noch mal so ein paar Input gekriegt. Canis ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Die anderen beiden sind sehr, sehr knapp dahinter. Ja, ich weiß nicht, der Philipp hat sich ja auch für Zima und Falke aus einem gewissen Grund entschieden. Ja. Ja, ist jetzt schon auch schon ein bisschen her. Tatsächlich waren die am sympathischsten, die kamen mir auch authentisch rüber und das ist dann schon das, als ich mich damals umgesehen habe, da war mir das Franchise-Unternehmen Rütter Dogs dann auch schon wieder zu groß. Ja, also ihr seht zum Beispiel, wenn ihr euch über Canis über Zima und Falke ein bisschen informieren wollt, könnt ihr natürlich euch über die Bücher informieren, ja, Zima und Falke Bücher, aber diese App MyDoc365 ist von Zima und Falke.
Das ist eine gute App. Also doch. Ja, die ist von Simon Falke. Das ist ja immer der ich glaube, ist das der Zima, der da die meisten Videos auch macht. Das ist ein guter Inhalt. Das ist gut, aber es kostet halt Geld. Also ich, ist überhaupt nicht negativ zu bewerten. Das ist eine sehr gute Ausbildung und eine sehr gute App und da gibt es gute Tipps und alles gut. Aber ich würde Karnes bevorzugen. Aber auch nur, weil ich weiß, was ich mittlerweile weiß. Ja. Nur weil ich mit Michael Greve ein paar Mal gesehen habe und auch ein paar Simon Falke Dozenten ein paar Mal gesehen habe und ich einfach, aber das bin ich, weißt du, ich bin halt, wie ich bin. Das heißt nicht, dass jeder andere so sein muss. Bitte nicht, sonst bin ich nicht mehr ich. Also, dann bin ich ja ihr. Ja. Also, gute Ausbildung, mach da weiter, zieh das durch und nach der Ausbildung schau, dass du über den Zaun guckst. Das ist das Wichtigste, egal wo du bist. Über den Zaun gucken, andere Dinge angucken. Ja. Mhm. Gut, so, das war's jetzt. Ich würde sagen, an dem Punkt machen wir Schluss. Sobald wir drei uns mal einen neuen Termin ausgesucht haben, kommuniziere ich das online und dann könnt ihr gerne wieder zuschauen. Als allerletztes noch, für die, die jetzt zugeguckt haben und 2,5 Stunden durchgehalten haben, krasse Geschichte, Dankeschön. Warte mal, jetzt muss ich mal eben hier, zack. Dankeschön, dass ihr so lange dabei wart, hätte ich niemals mit gerechnet. Und ja, den nächsten Link posten wir und ich würde sagen, lasst ein Abo da. Das war's. Danke für die Fragen übrigens. Also danke auch an euch beide. Ja, sehr bitte, gerne. Bitte. Wir haben auch zu danken. Gut. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Jawohl. Ja, gutes Abend. Nächtle. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wie gehe ich denn jetzt hier auf Beenden? Das hört ihr jetzt alles noch. Ist auch doof, ne?